Da sind wir, wie versprochen, mit ETS 2. Ich hoffe, man kann mich hören, weil irgendwie sehe ich jetzt hier gerade, doch, man hört mich. Wir spielen heute auf, wie man schon sehen kann, auf EU 3, ETS 2. Und starten auch gleich, die Franzi ist auch da und ein zweiter Olli bis jetzt. Von daher werden wir auch gleich starten. Ich muss noch wie immer meine ganzen Fenster wieder aktivieren, weil die sind immer wieder weg, wenn ich jetzt hier was mache. Hi erstmal an Nele die Pizza. Hi an Nele die Pizza. Hi an Otto 77. Hi an Maurice Gamer. Hi an Daniel. Und frage ich mir auch so gerade, was ist mit Artikel 13? Ja, da gibt es ja ganz viele Neuigkeiten. Das ist bezüglich. Hi an Wolf Tiger. Und jetzt muss ich mal kurz schauen. Franz, bist du auch schon da? Ja, ich bin da. Ach, hi, Franzi. Na? Bist du schon live? Du bist auch live jetzt, oder? Oder musst du noch auf den Button drücken? Okay. Und dann, wie gesagt, haben wir noch einen Olli hier. Einen zweiten. Jo, moin. Der auch bei der Gamescom war. Sehe ich gerade. Ja. So, dann hi auch an Dirk 42 and Friends. Morgens und einen schönen Sonntag, Jan. Ja, dir auch, Dirk. Hi an Twainson. User was moved to your channel. So. Wurde jemand gemoved? Fabi. Hi, Fabi. So, zum Thema Artikel 13 kann ich gleich auch noch was zu sagen. MSQM, welcher Server? EU3. So. Ich muss mich mal schon muten, weil ich noch im Discord bin. Ja, okay, dann mach das. So. Wir starten jetzt übrigens gleich in Berlin, habe ich so rausgehört vorhin.
zum Thema Artikel 13. So wie es derzeit aussieht, ist es spätestens am 14. war das, glaube ich, am 14. Februar fest. Und dann könnte es sogar noch sein, wenn die ganz schnell sind, dass es sogar noch im Februar umgesetzt wird. Denn das heißt, wenn es so kommt, wie die es derzeit wollen, ist eigentlich ja, YouTube-Geschichte, Twitch-Geschichte, aber auch solche Sachen wie Facebook, was gibt's hier noch, das TikTok da und hier Snapchat, okay, Snapchat nicht, Snapchat wird davon nicht betroffen sein, aber auf jeden Fall sehr viele Sachen, die dann halt da auch noch mit betroffen sind, weil noch niemand solche Upload-Filter hat, dass es da alles umgesetzt werden kann, zumindest nicht in der Schnelle. So, Oliver heißt du? Ja, ich heiße Olli. Olli, du hattest doch vorhin in ETS 2 zugeguckt. Nee, das war ich nicht. Nee, Daniel, das wüsste ich. Ich war heute noch nicht am PC. Welche Leistung meldet die dir schon? Franzi war auch noch nicht da. Heute. So, was wollte ich tun? Ich wollte erstmal nach Berlin. Garagenmanager? Kartenansicht und Berlin. So. Nein, Twitch nicht. Doch, Twitch auch. Das haben die nicht. Es zählen zwar die amerikanischen Gesetze, die müssen aber für Deutschland angepasst werden. Das heißt, Twitch ist dann in dem Falle, wenn Twitch es nicht anpasst, ja, ist Twitch nicht mehr in Europa erreichbar. Transim. Das ist nämlich das große Thema. Das ist nämlich alles noch im Nachhinein angepasst worden. Also auch Twitch ist betroffen. Dachte ich vorher auch nicht, dass es so ist, aber amerikanische Gesetze ist hier nicht in Europa, deswegen entweder passt sich Twitch an oder es ist nicht mehr erreichbar. Das heißt, Twitch gibt es natürlich weiterhin, YouTube und so weiter gibt es ja auch weiterhin, aber dann halt nicht mehr in Europa. Das wäre schön, wenn Twitch nicht betroffen wäre, weil ich habe ja auch anfangs gesagt, ja okay, dann ist es halt so, dann mache ich halt bei Twitch und Facebook weiter. Nee, Fehlanzeige. Also wenn betrifft es alle Plattformen, die älter als 3 Jahre sind. Und darunter zählt auch Twitch. Aber da warten wir doch einfach mal ab, was jetzt nächste Woche rauskommt. Wenn es kritisch läuft, heißt es, dass wir ab nächste Woche nicht mehr streamen. Wenn die es nicht schaffen, ein komplettes Gesetz einzureichen bis zum 14., dann können wir noch ein bisschen länger Glück haben. Also dann verschiebt sich das, schätze ich mal so, auf ein halbes Jahr oder so. Richtig, Twitch US kann man dann schauen, aber ist die große Frage, ob Twitch US für Europa freigeschaltet ist, ob man auf diese Seite kommt. ja, wir warten einfach mal ab. Über Virtual Private Network vielleicht. Ja, richtig, genau. Also mit einer schönen VPN. Also ich war auch schon am überlegen, ob ich kurzfristig zur Schweiz ziehe. Weil die ja außerhalb der EU sind. aber nee. Bringt mir ja auch nichts, wenn ich keine Zuschauer großartig habe, weil die in Europa das eh nicht sehen können. Franzi, ich stehe in Berlin rum. Ja. Aber ich sehe keine Franzi. Achso, nee, ich bin noch. Es waren noch 200 in der Liste. Aber ich habe doch EU3 ausgewählt, oder? Ja, Fabi? Ich habe den Namen über Discord geschickt von Minecraft. Durch ja, Switch wahrscheinlich zu Berlin. Dann tue ich es nachher hinzufügen. Daylight Girl, hi! Franzi, siehst du schon Leute? Ja, 21 sind von mir in der Nähe. Ja, ich sehe noch niemanden. Habe ich jetzt EU3 ausgewählt? Weiß das jemand? Habe ich EU3 ausgewählt? Weil mich wundert, dass ich jetzt hier noch 162 Leute in der Warteschlange habe. Ja, das kann gut sein, weil da waren vorher noch 92 in der Warteschlange irgendwie. Ich bin auch noch in der Warteschlange. Okay, dann hoffe ich mal. Ich habe schon fast das Gefühl, dass ich jetzt hier auf EU2 gegangen bin. Ach, das kann ich noch nicht mal einsehen, weil ich noch nicht mal die Tab-Taste aufbekomme. Kann man das noch irgendwo anders sehen, auf welchem Server ich gerade bin? Ich glaube nicht, wa? Nee. Ich warte einfach mal kurz. Ja, du hast EU3 gewählt. Danke, Transim. Gut, dass andere Leute zumindest aufpassen. Dann fahre ich noch ein bisschen hier im Kreis, bis wir uns sehen. Und dann starten wir auch gleich schon. Und bei Facebook kommen auch die ersten Nachrichten rein. Hi Nick und hi Nils. Schön, dass ihr reinschaut. Wie geht's euch?
Mich hat er gerade aus der Queue geschmissen, jetzt drücke ich drauf und dann sagt er, there are too many players in the queue. Ah, dass selbst EU3 so voll ist, ne? Das ist Sonntag. Franzi, wollen wir den neuen Traktor, sag ich schon, den neuen LKW uns holen? Den jetzt irgendwie... hier? Nee, es gibt das, glaube ich, einen neuen MRN, oder? Ja, nee, interessiert mich sowieso nicht mehr. Oh, einmal kurz auf den Chat geguckt. So, 77 Leute sind noch vor mir. Und dann können wir auch gleich starten. Und die nächste Ecke habe ich mitgenommen. Ich liebe es, auf Chats zu achten. Ja, ich habe eine Motorfehlfunktion. Die hatte ich noch nie so schnell. Also können wir schon mal davon ausgehen, dass es wahrscheinlich ziemlich voll wird. Olli, welche DLCs hast du? Hast du alle oder? Keine Antwort. Okay. Hätte ich doch gleich sagen können, dass er nicht mit mir reden will, aber. Nein. Aber das Gute ist, jetzt wo ich noch nicht gejoint bin, habe ich noch den Vorteil und kann zur Werkstatt rüberfahren, ohne dass mir irgendwas entgegenkommt. Das solltest du echt machen, weil hier ist nämlich sehr viel los gerade. Ja, ich fahr kurz zur Werkstatt rüber. Ich glaube, jetzt sollte es funktionieren. So, jetzt spawnen sie alle. Ach du Scheiße. Ich bin noch im Ghost Mode. Also wenn du mich jetzt siehst, dann ist alles gut. Wo seid ihr? In Berlin? Berlin, Werkstatt. Ja gut, dann warte ich mal hier. Olli, wie viel DLCs hast du? Ein paar, warte mal, ich muss mal flott gucken. Also da geht es mehr um die Länder, weißt du? Die du bereisen kannst. Also, ich hab England, ich hab komplett Frankreich, ich kann nach Polen und ich kann nach Tschechien. Okay, also hast du Italien nicht und Russland nicht, die Gegend? Nee, Italien habe ich auch nicht und Russland habe ich auch noch nicht. Okay, dann müssen wir schon mal so gucken, dass wir auch wirklich solche Touren fahren. Also bis nach Venedig, Mailand und Turin kann ich fahren. Okay. So, jetzt muss ich mal... Bordeaux, Brest ist außenrum, dann Aberdeen, Oslo, also Skandinavien, ja, habe ich auch dabei. Okay, super. Nidara schreibt, wisst ihr, wie es eigentlich mit WhatsApp und Artikel 13 aussieht? WhatsApp wird nicht betroffen sein, weil WhatsApp ist ja in der Sache eher privat. Da teilst du ja nichts irgendwie öffentlich, sondern wenn du mit Leuten, die du auch selbst hinzugefügt hast, da ist es was anderes. Also WhatsApp wird unberührt sein, obwohl du dir natürlich auch sagen, du könntest da ja Fotos von anderen Leuten nutzen, aber WhatsApp musst du dir erstmal keine Gedanken machen. Ja, wenn sie sagen, WhatsApp, hey, mach mal auch in das Ding, dann müssen sie MMS und SMS sperren, theoretisch. Ja, und da wird es dann, glaube ich, ein bisschen zu. Ja, also wie gesagt, da musst du dir keine Gedanken machen. Snapchat wird auch nicht betroffen sein, gehe ich fest von aus. So, Finn, einen schönen Sonntagmittag an alle gewünscht. Ja, hi Finn, willst du mitfahren? Dann komm auf IO3. Gleich deine Mutter mit. Quensim, der MRN-TGX Euro 6 ist der neue. Ja, da muss ich mal gucken. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wo ich bin, da passiert nichts. Da passiert nichts. Es war ziemlich eng, aber passiert nichts. So, Dirk 92 schreibt Finn, moin. Ja, kannst du auch gerne. Drauf. Hi Marlene, Daniel schreibt, hi Finn, Bulette schreibt, moin, 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 Bulette. Deutzfahr, kennst du Landwirtschaftssimulator 19? Ja, hab ich auch schon gestreamt. Spiele ich bloß derzeit irgendwie nicht so oft. Weil wir schon wissen wollen, wo wir hinfahren. Also, wollen wir mal gucken, wo wir hinfahren? So rum? Ja, ich guck gerade. Ich mache auch mal die externen Aufträge auf. Dass wir irgendwas Gemeinsames finden. Danke, mir geht's gut, das ist doch schön, Nils. Perfekt. So, Luigi, auf welchen Server fahrt ihr? Wir fahren auf Server 3. So, die erste Seite ist irgendwie Finnland, Russland, Italien, Helsinki und so weiter und so fort. Estland, Litauen.
So, das, was am weitesten entfernt wäre, wo auch Olli hinkommt, wäre jetzt zum Beispiel Lyon bei mir, also Frankreich. Ich hab Österreich hier. Österreich? Ja, nach Graz, Gerste für 20.000. Warte, ich geb mal Graz. Da schaue ich auch gerade mal flott unter externe Aufträge hier. Bei Graz findet er bei mir gar nichts. So, jetzt, wo wollen wir hin? Italien hat er nicht, das hat er nicht. Oh, Le Mans. Le Mans? Ja. Noch flott gucken. Müsste ja eigentlich gehen, oder? Ich suche das mal kurz. Ach doch, Graz habe ich jetzt auch gefunden, Gerste. Aber das sind immer die, die so rumschlittern, die kleinen Dinger, ne? Ja, ich habe jetzt aber Tierfutter gefunden nach Le Mans. Müsste eigentlich gehen, das sind dann 30.000. Le Mans finde ich jetzt hier gerade gar nicht auf Anhieb. Mal gucken. Ah, Le Mans hier, Tierfutter? Ja. Habe ich auch. Ich muss mich erstmal wieder auf World of. Ja, also Tierfutter auf jeden Fall wäre ich auch mit bei. Wäre auch eine schöne große Strecke. Und bei Frankreich kann man auch Glück haben, dass Frankreich nicht so voll ist. Aber hast du schon gesehen, wo er uns rüberlotst? Durch Duisburg-Calais. Allerdings Autobahn, so wie es aussieht. Also von mir aus kann man das gerne nehmen. Moment. Gestürzt. So, moin moin Tom. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Und haben sie es gefunden? Beziehungsweise. War wäre ein bisschen ungünstig, wenn wir jetzt aus dem Spiel rausgekickt werden wegen Inaktivität. Ich schreibe das in den Chat jetzt dran. Ja, kann ich nicht. Dafür müsste ich rausgehen, dann könnte die Pracht wieder weg sein. Du bist jetzt rausgegangen, ja? Mhm. Aber dann riskiere ich es auch irgendwie auch nochmal raus. So. Bin wieder drinne. Und ist Le Mans noch da? Ja. Hätte ich schon. Bei dir ist es noch da, bei mir ist es weg. Ja, bei mir ist es weg. Bei mir ist es immer noch da. Bei mir zeigt das jetzt nicht mehr an, jetzt bin ich schon bei Russland. Oder ich habe es überlesen, ich gehe nochmal kurz Seite für Seite. Doch, ich verorbe Tierfutter in. Ach stimmt, ja, Tierfutter haben wir als Fracht, ne? Nee, ist weg. Also ich hab, warte, ich drück nochmal auf aktualisieren. Ja, ich drück auch nochmal auf aktualisieren. Ja, jetzt ist es aber wieder. Jetzt ist es wieder da. Bei mir ist es weg. Jetzt hab ich's. Oh Mann. Bulette, bin auch EU3 unterwegs. Ja, dann kannst du ja mitfahren. Wenn du Lust und Laune hast. Apropos Bulette, ich hab hier noch ein paar Buletten, die ich hier. Hast du es gefunden? Ja, ich hab's wieder. Okay. Da wir hier schon bei Buletten sind, ne, ich habe hier auch noch solche kleinen Mini-Dinger. Ah, weil ich habe heute noch kein Frühstück gegessen. Und irgendwie muss man ja überleben. Ich bin auch gerade im Fahren schon. Mhm. Dass ich da nichts gleich während der Fahrt nichts essen muss. So, Olli, wie sieht's aus? Ja, ich muss nochmal in der Queue warten. Ich habe mich nämlich schnell auf World of Trucks anmelden müssen und dann ist das Spiel komplett gecrashed, zumindest in der Truckers MB. Und jetzt bin ich nochmal in der Queue, okay. Beziehungsweise ich muss auf der Startseite warten von Truckers MB, bis die Queue weniger als 300 hat. Dann kann ich wieder joinen. Ah, okay. Wie viel sind da derzeit? Plus 300 in Queue. Also plus 300, also zeigt dir nicht an, wie viele es genau sind. Na, ne, nicht unbedingt. Aber ich drück die ganze Zeit auf Refresh und warte, bis
weniger sind. So, Tom geht's nicht so gut, weil mein Laptop hat, ob... Was? Mein Laptop hat, ob noch einer helfen kann. Also bei Truckers & P. Achso, Truckers & P geht bei dir nicht? Was geht denn da direkt nicht? Olli? Ja? Ja. Also Olli 1. Was ist Olli 1? Herr Klaas, ich hol dir. Ja, hallo. Fahren wir schon mal nach Köln. Nach Köln? Ja. Also meinst du, dass du die Fracht schon annimmst und Richtung Köln fahren? Ja. Das ist nämlich der Mr. Herr Olli, dann hier ist, kann man schon mindestens eine Fracht fahren. Also nehmen wir jetzt den Tour nach Köln? Ja, das sind nur 530 Kilometer. Hast du was dahin? Ja, Neon. Was hast du dahin? Neon. So, Neon. Ah, hab ich auch. Gut, dann fahren wir zumindest eine kleine Tour nach Köln. Eine Aufwärmphase. Ich hab's angenommen. Und bis dahin ist dann sicherlich Dan Rolli auch da. Okay, ich kann joinen. Dein Ernst? Yep. Gerade waren es nur noch 170 in Queue. Dann konnte ich joinen. Jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht, aber okay. Okay, ja, jetzt muss ich noch warten, 165. Ja, guck mal, ob du irgendwie was Richtung Köln hast. Kölle. Ja, und von da aus gucken wir dann weiter. Zur Not fährst du die paar Meter einfach so mit. Ich muss ja erstmal irgendwo hinfahren, wo mich keiner rammen kann. Franzi, hast du schon deine Fracht abgeholt? Mhm. Fokassi. Okay, ich komm. Ich liebe Leute, die einfach mal auf der Straße stehen bleiben. Ja, das ist. Okay, Ampel ist gut. Noch ein Nickerchen gemacht. Ich bleib erstmal hier an. Oh, die Ampel ist gerade grün. So. Ja, Finn, bist du noch da? Willst du mitfahren? Aber das ist selten, dass du nicht mitfährst, sagen wir es mal so. Ach, da vorne ist ja schon die Fracht. Gut, hier ist niemand in der Nähe, da sieht es niemand. So. So, jetzt, wohin geht die Reise? Erstmal nach Köln. Nach Köln. Und von da gucken wir dann, wo wir dann hinfahren. Ich sehe ja gar keine Franzi. Ach, deine Fracht ist auch noch hier. Hast du einen längeren Weg genommen? Ich habe ein bisschen Schwierigkeit mit der Steuerung gehabt. Ach so. Das heißt, du bist bei der Werkstatt? Nein, ich bin nicht bei dir. Oh, das Tierfutter wiegt aber ein bisschen was, muss ich ja mal sagen. Hi Franzi. Kein Tierfutter, das ist Neon. Ach stimmt. ja, ich bin schon wieder ruhig, das ist heute schon wieder. So, eine größere Nachricht ist wieder da. So, mit dem Update 1.3.4 gab es eine neue MAN-Schwerlastzugmaschine. Genau, habe ich schon gesehen. Ich glaube, die hatte ich jetzt auch gebraucht. Was und Rungauflieger? Die Rungauflieger selbst habe ich aber noch nicht gefunden. Ja, es kann auch sein, dass die nicht im Multiplayer möglich sind. Ne? Ich weiß es nicht. Kann man die auch im Multiplayer spielen? Ach ja, was ich auch super finden würde, bei Facebook zumindest, ja, ich darf derzeit aus irgendwelchen Gründen wieder nicht teilen. Ich habe das schon wieder hinterlegt, warum ich nicht teilen darf. Ja. Ich werde wahrscheinlich auch wieder freigeschaltet zum nächsten Stream, aber derzeit bin ich leider gesperrt. User was to your channel. Und von der, hallo. Und von daher wäre es cool, wenn ihr den Stream teilt, falls ihr da irgendwelche Gruppen habt, wo ihr denkt, da passt es rein. So, Fabiana Pinkstone, wenn ich jetzt ins TS reden komme, kann ich ja nichts sagen. Wie, du kannst nichts sagen, wenn du reden kommst? Naja, also, ich habe ja nichts, worüber ich reden kann, wenn ich nicht mitspiele. Ja doch, du kannst den Chat bei Twitch vorlesen. Obwohl, dann sagst du auch nichts. Das ist recht ruhig. Nicht bei YouTube, aber... Ach, Franzi, steht der ja schon hier. Runter. Wollen wir los? Wie heißt eigentlich der Olli hier? Warte mal, das finden wir ganz schnell raus.
Ja, indem du einmal die Tab-Taste drückst. Ich hab Moin reingeschrieben. Ach so, Moin. Ja, schreiben sie alle Moin. Ach so, da. Ja, unter externe Aufträge finde ich nichts nach Kölle. Ansonsten einfach erstmal so mitfahren. Das war dann nochmal, weil bis nach Köln ist es jetzt nicht so weit. Also von Berlin aus, ne? Ja, ja, richtig. Nö. Okay. Setze ich mir einfach mal eine Route nach Köln. Ja, sofern wir hier draußen sind, sehen wir uns sicherlich auch später. Welche Firma geht's denn da? Warte. Es geht nach ITCC. Okay, gut, dann setze ich mir da eine Route. Das ist schon fast wie Duisburg-Calais, wo man hier sieht, wie viele Leute hier fahren, gerade auf der Strecke, wa? Finn, wir kommen gleich. Erscheinen reicht, aber schön. So. Seit wann hast du eine Freundin, Finn? Nein, ich weiß, was du meinst. So. Die Rundweiler sind, glaube ich, nur in ATS, schreibt Wolf Tiger. So, wo steht denn hier gerade? An der Ampel, also jetzt nicht mehr. Wir fahren jetzt gerade oben aus der Karte raus. Ist es oben? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne, links. Ja, links fahren wir in Berlin raus. Steht. Ja, wir fahren jetzt. Also wenn du Berlin so als Karte auffasst, fahren wir jetzt links raus Richtung Autobahn. Okay, gut, dann gebe ich mal Gas. Ich finde, Firmen dürfen sich nicht mehr Trans nennen. Für Transport. Weil ich denke aber sofort an was anderes. Also wenn du eine Dotkiste gleich siehst und eine Klarsichtfolie, dann bist du richtig. Wir erscheinen gleich, schreibt Finn, okay. Buddy joined your channel. Guten Tag, meine Liebsten. Hi, Tanja. Ja, Anna. Ja. Finde ich auch. Sehr viel verstanden. Hallo, Tanja. Ist dein Internet heute schlechter? Bambusleitung. Ich stehe. Und es kracht hinter mir. Irgendjemand ist mal gerade hinten reingedüst. Ja, da vorne sehe ich schon einen grünen Punkt. Da müsst ihr sein. Ihr fährt jetzt gerade aufs Autobahn. Franzi, ich habe ein kleines Problem. Was los? Meine Fracht ist vorbei, ne? Achso, stehst du da gerade so quer? Ja. Weil mir jemand hinten reingefahren ist. Das ist nicht lustig. Was lacht ihr da? Das ist dumm, ist das, kann ich mich von der Werkstatt abholen lassen? Warte mal. Soll ich mal versuchen dran zu fahren? Das wird nix. Das ist. Und bevor ich jetzt hier noch länger störe, Warte mal, Tab. Nee, nicht Spielpause. Wenn ich jetzt nämlich meinen Hänger abkoppel, dann ist meine Fracht unten. Obwohl, das muss ich mal testen. So, warte mal, jetzt kann ich dich ja adden hier. Ey, da heißt ja eiskalt genauso wie ich. Ich lass mich mal abholen. So. Dann würde ich sagen, wir warten auf die Autobahn eigentlich. Ja, meine Fracht ist eh egal. Ich kann mich jetzt direkt nach Köln hin. Weil meine Fracht ist jetzt weg, extern. Portet ihr euch jetzt nach Köln? Nein, ich hätte jetzt gesagt, Olli holt hier eine neue Fracht und fahren nach Köln. Ja, aber es gibt jetzt keine Fracht mehr nach Köln, vermute ich mal. Ich guck mal. Nee, ich habe keine Fracht nach Köln. Also, ich habe nur keine gesehen. Und jetzt fahre ich einfach dann dort bis schnell hinterher. Man kann in der Suche nicht nach Orten suchen, wa? Nee, also, ich habe auf Berlin geklickt. Und dann, gab es keine Fracht, so. Ja, ich guck hier nochmal. Ihr habt ja Tierfutter gefahren oder sowas, ne? Nee, das wollten wir offiziell machen, dann hieß es bei dir aber, okay, du weißt nicht, wann du raufkommst. Deswegen wollten wir erstmal eine Fracht bis nach Köln. Dresden habe ich. War mal Leipzig, mega trist gerade.
Dresden. Ja, ich habe nur Dresden oder Leipzig. User was moved to your channel. User was moved out of your channel. Wann setzt du mich auf den Minecraft-Server? Nach dem Stream. Jetzt im Stream ist es ein bisschen doof, Fabi. Ja, Franz, ich hab nix, ne? Wann komme ich ohne Fracht mit? Hallo! User in your channel timed out. Oh, wie hat sich schlechtes Internet? Ja, nee, die ist raus. Die ist draußen. Die ist gerade auch rausgeflogen aus Game. Aus dem Spiel. So. User entered your channel. Man hört euch kein bisschen. Willkommen zurück. Man hört euch nicht. Also Tanja. Nein. So ganz, ganz schlecht. Und mit einem Ping von 355 ist das verständlich. Und einem Paketverlust. Franzi, ich mache jetzt erstmal eine Route nach Köln, ne? Ja, mach wie du willst, ich muss mein komplettes Spiel neu starten. Bist du wieder in Berlin? Ich bin wieder in Berlin, wieder da, wo ich vorher war, ja. Also gut, ich bin da, wo du vorhin ungefähr warst, nur jetzt auf der A10. Kurz bevor man auf die A2 fährt. So, was haben wir denn hier Schönes im Chat? Ich fahre ja im Singleplayer, ja, nichts, muss denn wohl ändern, ne? Da muss man im Multiplayer fahren. So, Fabi schreibt okay, okay. Und alle Leute, die jetzt neu reinschauen, ein herzliches Willkommen. User disconnected from your channel. So, dann fahren wir nochmal von vorne los. Jetzt ohne Fracht. Naja, das macht ja jetzt nichts. Und Franz, warum musst du jetzt neu starten? Mein Internet ist komplett gerade abgekackt. Ach, schon wieder? Ja, also hat es doch nichts geholfen. Aber letztens waren wir über 30 Minuten live, ne, bei dir. Da war gar nichts, ne? Ja, aber ich habe hier auch nichts gemacht. Ich habe nichts online gezockt. Ich habe nur mit dir geredet. Das ist doch doof. Ich denke, sofern ich dann halt live bin, und probiere halt auch noch gleichzeitig halt irgendwie online zu spielen, das ist viel zu viel für meine Internetleitung. Das kann sein, ja. Willst du hierher ziehen? Obwohl, warten wir erstmal auf Artikel 13 ab, ne, was da jetzt rauskommt. Ich hab gar keine Chance, gerade auf Server 3 zu kommen. Über 300 Menschen drin. Ja, das ging ja vorhin bei Olli auch ganz schnell, dass es wieder geklappt hat. Dann warte ich. Na, musst du die ganze Zeit unten auf den roten Punkt drücken. Bis irgendwann so 230 oder so drin sind oder 180 oder so und dann kannst du wieder joinen. So, jetzt also, hinter mir ist Glassichtfolie. Der fährt jetzt da hier irgendwo. Dann treffen wir uns alle in Köln. Und da kommt er. Ich warte jetzt hier, Franzi, auf dich. Okay, gut, dann warten wir. Also wir warten jetzt kurz. Wieso, ich kann doch nach Köln fahren? Ich habe sowieso eine Garage in Köln. Ja, aber du musst ja deine Fracht erst auch dahin bringen. Oh, bis ich online bin. Ja, aber dann musst du ja trotzdem noch die Tour fahren, dann stehen wir nachher Ewigkeiten in Köln rum und warten auf dich. Ja. Okay. Weil jetzt hier losdüsen oder in Köln dann 10 Stunden warten. Richtig. Genau. Ich will nicht, wenn meine Fracht halt abbreche. Hast du eine Werkstatt in Köln? Eine Garage? Ja. Ja, wenn du deine Fracht abbrichst, dann fahren wir jetzt alle nach Köln. In der Zeit, bis du wieder drauf bist. Dann machen wir es mal. Dann machen wir alle zusammen was in Köln. Okay. Gut. Gut. Gamescom dann oder so. Ja, gut. Let's go. Let's go. Hi, Pyro, Snow Crime. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Und hi Sophie Wolf. Tanja, falls du mich noch hörst, ne? Oder Finn? Nein, ich glaube, die sind beide gerade ausgeladen. Ja, vielleicht sind die noch bei YouTube. Versucht mal Router Neustart. Ah, da schreibt Tanja schon. Hey, ich wollte gerade den Router neu starten, da meint Andi, nee.
Ist schlecht, ich lade mir gerade ein Spiel runter. Kein Wunder, hat sie einen Paketverlust von... Ja, dann weißt du, woran es liegt, Tanja. Nein, ETS, nein. Aber das Spiel lädt doch auch weiterhin runter, wenn danach das Internet wieder da ist. In sehr vielen Fällen ist es mittlerweile so, dass er dann da automatisch weitermacht. Ich habe da ein Problem. Mindestens in Steam oder sowas, oder? Meistens bei allen Plattformen ist das so, dass das weiterlädt. Richtig. Olli, guck mal auf dein Handy gleich. Ja, ich guck gleich. Mein Handy. Eigentlich meine ich Olli 1. Olli alt. Ich bin Olli alt. So alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Okay, hat sich erledigt. Ich kann's schließen. Oh Gott. Ja, dann sehe ich euch mal hinterher. Tanja, wie viel Prozent hat denn Andi noch, was er runterladen will? Vielleicht ist Andi das Problem, dass das Internet so schlecht ist. Ja, richtig, weil er gerade ein Spiel runterlädt. Soll er sein Spiel drosseln, hallo? Das ist ja wirklich genauso schwer wie in Real Life. Autofahren und Handy gucken. Ja, da hatte ich schon ganz schöne Zehen. Ich hab doch schon mega einen Unfall gebaut in ETS. Ja. Wie also, viele Kilometer haben die noch? 423. Ja. Okay, dann bin ich nur 60 Kilometer hinter euch. Ach, bist du schon online? Ja, ich bin schon online. Ja, dann. Bin ich sehr schnell. Also, dann können wir ein bisschen langsamer fahren, dass du rankommst. Ich hab Nummerie falsch, da hat noch gestanden 220. Ich hab drauf gedrückt, bin gechannt und war direkt drin. Ohne irgendwie Liste oder so Warteschlangen zu sein. Steht bei dir rechts oben offline? Nein, mir kommt ein Fahrer entgegen sogar. Ach so. Da muss ja unten links stehen, Connection Etablished oder ja, was? Richtig. Franzi, hast du deinen Frachtrag dran? Ja. Also dann warten wir auf dich. Dann fahren wir. Dann bekommst du einen Konvoi von uns gestellt. Vorne einer und hinten einer. Ja, ich fahr schon mit 90. Ja, das geht nicht. Nimmst du gerade ab? Ja, ich bin jetzt ein bisschen runter, dass Franzi aufholen kann. Weil sie fährt jetzt doch ihre Fracht weiter. Kann ich wenn ja auch in der Seite hinstellen und bremsen wird's. Machen wir. Olli, dir noch viel Spaß in ETS2. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, dir auch, Daniel. Danke. Ja, bei Steam. Dann zeig ihm mal den Trick, dass man das bei Steam auf 10k die Sekunde runterstellen kann. 10k? Uli schreibt immer diese Raser hier. Hi, Uli. Bei meinem Windows 10 Pro bricht manchmal das WLAN ab und muss dann immer den PC neu starten. Kann mir jemand helfen? So ein ähnliches Problem hat ja Franzi auch, ne? Nein, bei mir ist es nur so, sofern ich Livestream und online gehe, ist wie in ETS, halt online spiele, kein komplettes Internet ab. Also Pyro ist halt nur Qualm. Also bei dir können es mehrere Sachen sein. Entweder ein WLAN-Stick, okay, hat Franzi gerade schon geschrieben, oder du hast deine Netzwerkkarte hat eine Makro, oder du hast ein Virenprogramm, was dafür sorgt, dass er dein WLAN unsicher findet oder dein Internet und er sperrt dich. Ja, wenn man das erste Mal das Spiel startet, muss man ja in der Firewall meistens zulassen, dass das Spiel überhaupt funktioniert, dass du online spielen kannst. Ja, wenn der Server verschiedene Ports annimmt und sowas. Hallo Tanja. Hallo Tanja. Kann sein, dass das auch an den Portfreigaben liegt. Markus, hi, da wieder unterwegs. Ja, Markus, wie geht's dir so? Sag was, Tanja. Ah, herzlichen Glückwunsch. Was? Herzlichen Glückwunsch! Ja, das kann man! Und der Rest wieder nicht. Hört man mich drauf? Ja. Hallo. Kendra? Hi, Uli. Finn klingt wie Uli. Kendra? Wie, Finn klingt wie Uli? Ach, das bist du, Uli. Hallo. Nein. Dann warten wir kurz auf Franzi. Uli, wir sind beide hier. Vielleicht ist ein falscher WLAN-Adapter installiert. Okay, das ist... Aber wenn der falsch installiert ist, dann dürftest du eigentlich generell nicht draufkommen, oder? Also ich hatte damals einmal, dass mein Virenprogramm gesagt hat, nö, ich will nicht, dass du mit diesem WLAN reingehst, also Pech. Seitdem bin ich dort auch nicht mehr. Markus, danke für 20 Sterne! Bruno, hallo, wo geht die Reise hin? Offiziell nach Köln, aber irgendwie...
stehen wir im Stau. Soll ich einloggen? Bei ETS oder was? Ja, aber wo geht's hin? Also wir fahren jetzt nach Köln. Also wir sind jetzt gleich. Und dann wissen wir noch nicht wohin. Duisburg, Kalais. Dein Ernst? Willst du? Ja, wieso nicht? Das können wir gerne machen. Wo juckelt ihr denn rum gerade? Ich meine jetzt, also wir stehen jetzt hier gerade, EU3. 3, das wollte ich wissen. Danke. Richtig, aber selbst da bist du in der Warteschlange derzeit. Ist nicht wahr. Und du leckst immer noch ein bisschen. Oh Mann, ich will aber nicht. Wie ist die Tanja? Du hast keine Buchstaben, Gott. Ist das Spiel schon? Ich mach deine Warnblinkanlage an hier. Ich leck immer noch sagen, ja. Franzi, wo bist du? Wie viele Kilometer noch? 360. Wie jetzt? Warte mal. Die ist noch 30 Kilometer entfernt von uns. 360? Dann ist sie schon bei uns vorbei. Oh, okay. Oh. Ja, willkommen, Franzi. Hast du uns gar nicht gesehen? Ich denke, dass ich nicht irgendwo eure Strecke bin. Oh, Differentialsperre. Ja, oh, gut. Warte, dann ziehen wir jetzt nach Köln durch. Ich hatte die Differentialsperre noch drin, sorry. Ich glaube, Tanja mit der Möglichkeit ist sowieso nicht so gut, um das selber zu kommen. Ich glaube, Tanja wird gleich so immer stückchenweise durch die Gegend springen. In ETS. Ja. Wenn sich ihr WLAN nicht verbessert. Die hüpft wie ein Hase mit dem LKW. Macht euch in den Tanja, ich würde an deiner Stelle eine Leerfahrt machen. Die arme Ware. Nein! Markus, und nochmal danke für 20 Sterne. Übrigens, ich habe schon mal eine erste Auszahlung von Facebook bekommen. Ja, dann wusste ich zuerst nicht, ist es eine Rechnung oder eine Gutschrift. Aber das war dann doch eine Gutschrift. Also auf jeden Fall danke für die Sternchen. Wir wissen ja nicht, wie lange das noch so weitergeht, ne? Dank Artikel 13. Aber heute und morgen, also bis Dienstag, ist erstmal alles abgesichert. Ab Mittwoch könnte es dann lustig werden. Bei mir tritt der Fehler auf, wenn ich mehrere Programme auf einmal verwende. Kann es dann sein, dass das Netzteil zu schwach ist? Wenn zu viel offen ist, dass das Netzteil sagt, nö, ich habe keinen Bock mehr und Pech. Wir klemmen jetzt mal dein WLAN ab als Beispiel, weiß ich nicht. Vielleicht wird das Netzteil überhitzt. Keine Ahnung. Es war mein letzter Fall, der manchmal WLAN-Stick geholt. Seitdem hat er nie wieder Probleme gehabt. Okay. Ich würde halt einfach sagen, WLAN-Stick mal ausprobieren. Ich glaube, die gäbe es hier schon für 10 Euro. Oder halt schlimmsten Fall LAN-Kabel. Also teuer sind die, glaube ich, nicht, ne? Was? Die WLAN-Sticks. Keine Ahnung, aber jedenfalls, ich benutze WLAN-Stick an meinem PC. Am Laptop und Kevin nimmt auch ein WLAN-Stick bei seinem PC. Anstatt geht's halt hier gar nicht bei uns. Oh, Franz, hier stehst du ja. Bist du das? Das bist du nicht. Nein, ich hab noch 280 Kilometer. 280? Ja, live auf YouTube, ne? Nicht nur live auf YouTube, wir sind auch live das auch. Live auf YouTube. Und Facebook. Oh, unbegrenzt, da war nur ein Schild, dass wir unbegrenzt fahren dürfen. Ich kann trotzdem irgendwie nur 120 fahren. Dann hast du es wahrscheinlich nicht eingestellt, dass du schneller fahren darfst. Kann man irgendwie in den Einstellungen hinterlegen, ob es realistisch sein soll oder nicht so ganz. Dann fahren wir 120. 120 passt doch. Olli? Ja? Ja. Bräuchte mal eine. Nein, hier, unser Olli, Scheiße. Ist jetzt kompliziert, ne? Ja, ich habe ja noch einen Stiefsohn namens Olli, das ist ja dann noch komplizierter. nein, Chef Olli. Brauchst du dann auch Erlaubnis von André, wenn das jetzt über YouTube und hast du nicht gesehen und bla, nur weil du sich die Nase putzt? Theoretisch bräuchte ich von euch allen eine Unterschrift, dass ihr. Also, Artikel 13 ist noch nicht da, also von daher.
Ja, ja, nee, aber jetzt so rein theoretisch. Wenn der, wenn André sich die Nase putzt, brauchst du dann auch seine Erlaubnis, dass das ausgesendet wird? Kann er nachvollziehen, dass er es war. Du musst erstmal in der Beweispflicht sein und sagen, ich bin das gewesen. Alter Vater, was war das gerade? Wann hat der geleckt, oder? Alter. Ich dachte, du fährst ihn voll rein. Dachte ich auch. Ich überhol mal rechts. Gehört sich zwar nicht so, aber. Das war ich jetzt nicht! Der ist einfach rumgefallen. Ich kann nichts dafür, dass er so leckt. Dafür kann ich nichts. Der ist auf dich draufgebackt und dann war er kaputt. Ey, wer ein Kind ist, ich hab. Ja, ich hab ein Videobeweis, dass ich unschuldig bin. Ich hab das gerade im Rückspiegel gesehen. Alter, verdammt. Guck mal, er wurde schon gekickt. Wegen zu hohem Ping. Er ist wie ein Kick, stand da unten. Ja, das ist gut. Sehr gut. Lecker weniger. Ach ja. Aber holen wir die überhaupt noch ein? Irgendwie? Irgendwo? Müssen wir nachher mal die Einstellung zeigen hier, wie man schneller als 120 fahren kann. Ja, machen wir. Aber mit 120 sind wir auf jeden Fall schneller als Franz mit ihren 90. Ja. Nee, hier ist der Tempolimit 80. Danke für mein Gehalt. Ja, bitte Sophie. Dankeschön, Olli. Dann haben wir jetzt noch ein Problem, ne? Welches denn? Ist ja nicht nur Olli und Uli, jetzt haben wir jetzt zweimal Olli und einmal Uli. Naja. Olli und Uli. Ja, passt doch. Naja, ich bin aber Olli mit Herzchen. Ja. Ach, der Yoshi ist auch da. Den Yoshi kenne ich doch. Yoshi 2000? Ja. Ja, dann hupen wir den erstmal zusammen. Ist rechts frei, dass ich mich einsortieren kann? Ja, sieht gut aus. Ich bin gerade mal draußen. Ups. Ich bin gerade Badehose auspacken. Tanja, das klang so gut. Sag mal noch was. Noch was. Noch was klang gut. Sag mal noch was, noch was. Noch was, noch was. Ey, das ist doch geil. Das passt doch perfekt hier rein. Jetzt geht's wieder. Super. Tanja, wir haben jetzt ein Doppel-O-U-Problem. Ich hab's mitbekommen, ja. Ich hab die ganze Zeit so für mich selber nur laut gedacht, weil mich hört ja keiner. Nö, jetzt hören wir dich ganz gut. Findest du auch da noch? Ich hab gesagt, Uli kann man ja auch Kendra nennen. Stimmt. Ja. Finn, bist du noch da? Finny. Pikachu. Ja, ist da. Perfekt. Da! Pikachu. Gut, dann treffen wir uns gleich alle in Köln, war und dann fahren wir noch was. Also ich bin dann schon mal in Köln. Was? Ja, da gab es so eine Taste, die nennt sich und weg. Nein, Nitro. Ich bin noch in der Werkstatt, ich habe noch ein bisschen was zu machen hier gerade. Okay. In meiner Werkstatt? Ja. Sehr gut. Viel Freundschaftspreis. Finde ich in Ordnung. Okay. 250 Euro. Lol. Nein, Tanja kriegt Freundschaftspreis. 240. Franz, was ich ja cool finden würde, ja, wenn wir uns gemeinsam eine Strecke aussuchen, dass wir das Navi alle gleich eingestellt haben. Wenn ich da mitfahren könnte, wäre das richtig geil. Wieso solltest du nicht mitfahren können? Weil ich nicht alle DLCs bis nach Buxtehude also, in Schlaflicht tot habe. Also Russland und Italien ist zum Beispiel ausgeschlossen derzeit, weil das hat Olli auch nicht. Okay, das klingt doch schon mal gut. Das hast du also auch nicht, okay. Yeah! Endlich mal einer, der mit mir mithält. Was hast, ja, was hast du denn? Die ganzen Sprays sind so damals geholt, also die ganzen Verkleidungen für den LKW und sowas. Uli, was hast du denn für, Ich hab einen für die Standarddinger. Sie hat Italien-Dingenskirchen, das war doch auch ein Doppelpack, aber ich glaube, sie hat dieses ganz neue nicht. Ja, Skandinavien komme ich nicht hoch. Genau. Aber Italien ist ja neuer als Skandinavien. Nein, sie. Ah, hier, Litauen und dieses so. Ganze Gedöns da, das hat sie nicht. Ja, danke, Finny. Find's warm. Hä? Was? Find's warm. Oh, ja. Ja. Das kam aber schön, kannst du das nochmal machen? Nichts passiert. Ja. Ah, hier sind schon wieder zu viele Menschen. Menschen? Oh Leute, Menschen. Ich hab grad meine erste Zigarette ausgemacht. Frag mal mich.
Was ist die Mehrzahl von Kopfhörer? Kopfhörer. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist die Mehrzahl von Messer und Gabel. Messers und Gabels. Nicht? Ja. Gabels mit Z. Genau, Gabels. Genau. Mit SZ. Nein. Hä? Und was ist der Plural von Bier? Biers. Biers. Piercing. Kasten. Piercing. Was? Kasten. Ach, Scheiße, wir hatten runtergemusst. Mehrzahl von Bier. Kasten. Schön. Erst du auch gerade hier rechts runter? Ja, wollte ich eigentlich. Ich habe mich dann doch dazu entschlossen. Finn? Ja. Sage mal, wenn ich jetzt so hinter meinen LKW gucken tute, hat sich erledigt. Okay. Nein, hat sich nicht erledigt. Ich gucke da immer auf die ganzen Kabellagen und ihr habt da hinten immer irgendwie so eine Platte vor. Ich nicht, am Führerhaus quasi. Ja, wo finde ich das? Hups, ich bin jetzt versehentlich hier. Hä? 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 Wo? Warum? So, warum? Gesundheit! Danke! Ist die Banane krumm? Aber Finn, dann darf ich ja bei dir mal eine Runde Lenkrad fahren, ne? Ja, ja, hier. Das darf bei mir wieder Tastatur fahren. Das darf er bei mir ja auch. Ja, ah, ich komme wieder auf meine Spur. Er hat sich Mühe gegeben. Was meinst du, wenn ich hier meine Einparkschwierigkeiten habe, dann geht das immer nur Finn? Wechsel mal gerade das Zimmer, bitte. So, sieht alles gut aus. Ja, bei mir ist aber nicht nur eingeparkt, bei mir ist er ja komplette Strecke. Hi gegangen. Christian, Lives 2019, schön, dass du reinschaust, wie geht's dir? Und hi auch an Martin. Moin moin. Ich glaube, seitdem habe ich das Spiel auch nicht mehr angehabt. Finn, ich weiß immer noch nicht, wo man das macht. Wo macht man das denn? Dass man hinten am Führerhaus von außen so eine Platte vorhat, wo man meinetwegen auch für Scania jetzt V8 und so. Weißt du, was ich meine? Nein, weiß ich ja, nicht. Ist das DLC. Ja, aber... Hast du das gar nicht DLC? Ich mag diese komischen Kästen hinten nicht mehr sehen. Ja, warte mal, ich erscheine mal gerade. Ja, ich... genau, erscheine mal gerade bitte eben an. Latsch, Tür wird zu. Das ist doch kein DLC, dass man da hinten eine Klappe davor hat. Ey, mein LKW hat gerade 100% Schaden, weil einer meinte, er müsste die Überholspur nicht freimachen. Hab ich nicht. Warum nicht? Aber ich will das. Hast du den falschen LKW wahrscheinlich? Ach so, das ist nur bei den kleineren. Ich hab. Ach so, weil ich. Oh, so sind ja schon da. Seid in Köln? Okay, muss einer. Also ich fahr jetzt als erstes mal in die Werkstatt. Der hat das, okay. So, ist Franz ja auch schon hier? Ja, gleich 40 Kilometer. Oh, das Arbeitsamt entdeckt. Ich bin da, wo du die Fracht abgeben musst. Ich hab da nicht so viele Paint-Dings. Das ist so richtig. Ganz gut und selbst dir auch, Christian. Danke der Nachfrage. Aber wir haben ja bald Valentinstag, ne? Eigentlich könnte ich ja mal was Herziges hinkriegen. Wenn du mich verarschen, kurz vor der Werkstatt geht der LKW außen nicht mehr an. Nils schreibt, das wird das Scania Tuning-Paket sein, was man sich bei Steam kaufen kann. Ja, gehe ich auch fest von aus. ETS. Das gleiche ist hier an Valentinstag mit der Angebot als Rabatte. Ach du Scheiße. Aber dann habe ich nur eine kleine Maschine nur, ne? Nicht? Chef, jetzt kommen erstmal 10.000 Updates. Einloggen? Wir haben Sorgen. Nee, Fini, ich bleib bei meiner das Farbe. Das Morgi, guten Morgen, wie geht's dir? Ja gut, das kann ich ja selber nachgucken, dann guck ich da mal. Okay, danke dir. Ja, ja, I know. So, wo okay. Wartet ihr denn alle an der Garage, oder? Na, ich stehe jetzt hier noch und warte gerade auf eine Franzi. Okay. Ja, ich muss hier gerade. Und danach werde ich auch zur Werkstatt wahrscheinlich erstmal ran oder so. So, jetzt, also, wie funktioniert denn das hier, dass ich schneller als 120 fahren kann? Das meinte ich. Warte, da gucke ich auch nochmal nach. Das ist ja auf dem alten Scania nicht drauf. Ich glaube, ich roll gerade. Ich muss mal kurz ein bisschen zurück. Ich lasse meinen alten Geschwindigkeitsbegrenzer. Ja, aktiv. Da hast du schon, das machst du aus.
So, die sind nämlich soweit. Ah, so. Okay. Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin in der Werkstatt, aber ich sehe nichts. Irgendeiner steht in mir drin da, so. Und ich guck mal, ob Franzi schon in der Liste ist. Darf ich euch was sagen? Seid ihr in der Garage oder Werkstatt? Was denn, Franzi? Ich bin auf EU4. Dein Ernst? Ey, um Gottes Willen. Deswegen haben wir uns nicht gesehen. Auf dem Schmuse-Server. Und ich richtig so. Wie es ist, wenn der Ruf des Server kam. Das wusstest du die ganze Zeit, oder? Nein, das ist mir jetzt aufgefallen, als der LKW auf die Straße durch mich durchgefallen ist. Ja, jetzt wissen wir auch, warum das so schnell ging, dass du dann da keine Ladezeiten hattest. Scheiße. Also nochmal, wo seid ihr? Werkstatt oder? Werkstatt Kölle bin ich. Nee, Garage, sorry. Er hat Kölle gesagt. Er hat Kölle gesagt. Er hat Kölle gesagt. Kölle? Ich erstmal noch ein Würstchen. Würstchen. Das sagt man ja auch so, oder? Man trinkt ja auch Kölsch, oder? Ja, du bist aber kein Kölner. Nee. Nee. Rheinland-Pfalz wohne ich. Ah, 10 Minuten von mir, okay. Alter, wo funktioniert ja. Wo wohnst du in Rheinland-Pfalz? Hier, näher von Kaiserslautern. Wo? Hey, was? Wir waren im Kindergarten. Was? Jetzt kommt, Achtung, wo wohnst du? Ich hab, damals in der Nähe von Bermesens gewohnt. Bermesens, ja, da wohne ich schon gerade. High five! Ich sag, ihr wart wahrscheinlich zusammen im selben Kindergarten. Nein. LOL. Nee, glaube ich nicht. Aber ich bin gleich wieder da. Nein, die von Bermesens gehen nicht in. Haze Gaming oder. Ja, Haze Gaming. Danke für ein Abo bei YouTube. Und sorry, dass ich nicht mehr was esse, aber. Ich wieder da. Was isst du da, Olli? Die Teile nennen sich Geflügelfrikadellen. Also, ich hab von Mettbrötchen geträumt. Ah, fast. Fast mal rein, los, komm. Ja, es war Brot. Okay. Aber es war auch nicht lecker. War nicht lecker? Nein, weil es gehört ein Brötchen dazu. Es waren keine Zwiebeln mit bei. Also, ich stehe in Kölle bei der Garage. Ja, ich zieh noch Updates. Letztes Mal, wo hier ETS saß, da saß Finn davor. Echt? Oha. Ja. Also in den Herbstferien. Ja. War das in den Herbstferien? Ja, ne? Ja, okay. Irgendwie sowas. Ja, ich mein Papa bin bald Freiburg. Ein Olli habe ich schon gesehen in der Garage. Jetzt kommt Finny. Finn, wo hast du mich denn abgestellt? Hast du Valentinstagsgedöns drauf? Das hab ich mir gemerkt. Wer? Hast du Herzchen drauf? Ach nee, doch nicht. Also ich ja. Du hast Herzchen drauf? Natürlich. Oh, wie herzig. Nein, ich bleib bei meiner Farbe. Ich muss das so haben und gut. Ja, das Pokey, Haze Gaming, wie geht's euch? Ich finde meinen schön. Also, Alter. Der ist auch schön. Weil ich Mädchen bin. Dann treffen wir uns bei der Garage, wa? Ja. Oh, steh ich. Pupe ist laut. So, Oh, da kommt ein Olli. Da kommt Olli! Warte mal, die Lackierung habe ich ja auch. Kann Olli, Olli. Sein Arsch da ein bisschen. Du kannst doch da rein, da ist doch no collision. Ja, ich weiß nicht, ob er auf seinen Arsch schon drin ist, weißt du, aber der guckt doch raus. Aber sieht alles ganz gut aus. Franzi, wechselst du auf EU3? Ich bin auch in der Liste gerade drin, also in der Warteschlange. Achso, dann passt es ja. Dann bist du gleich da. Aber war schon seit dem letzten Stream drauf gelegt. Der grüne da hinten sieht aus wie ein Flixbus. Von vorne. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Hä, wieso komme ich nicht in die Serverauswahl? Bin zwar drin, aber. Geh mal auf Aktualisieren, das kann sein, dass der ein bisschen überflutet ist. Habe ich eben auch gemerkt. Guck erstmal, wo ich stehe, vielleicht wird das mal. Steht da ein Dom? Ja, ich bin zumindest in Köln. Finn, was essen wir denn heute?
Was ein geiles warm, Deutsch. Was warmes auf dem kalten Teller, würde ich vorschlagen. Ja, das ist hat eine Maßnahme. Mehr, ne? Das stimmt gar nicht. Wir hatten gestern was richtig warmes auf dem kalten Teller. Oder so. Scheiße. Ich kann das Spiel nicht mehr. Wie, du kannst das Spiel nicht mehr? Ich kann das nicht mehr. Doch. Also, so, wie, was, wo, aktualisieren? Ausloggen, wieder einloggen, oder? Nee, du musst dort da unten, wo du den Server joinen kannst, da musst du irgendwie eine Anzahl stehen. Ich was kann weiß ja ich. Noch nicht mal, das war ja der Witz. Ach, startest, so. Hast du Eurotruck Simulator oder Truckers MP gestartet? Da geht's schon mal los. Stimmt. ETS. Ja, das ist schon mal falsch. Dann loggst du dich wieder aus und dann suchst du mal bei dir auf dem Rechner Truckers MP. Ja, das ist da links daneben. Ja, das musst du starten. Genau, da drückst du mal zweimal drauf. Und dann macht er erstmal ein Update von 20 GB ungefähr. Das geht aber schnell. Gemacht. Ja, vom Spiel. Aber nicht von Truckers. Hm. Ja. Ja. Ach man, da können wir mal sehen. Ja, können wir mal sehen. Da können wir mal sehen, mal gucken. So Drama. Winter Mod is now available. Ach du Scheiße. Den gibt's nicht mehr. Gut. So. Was? Erst auf Glatteis. Machen wir hier einen auf. Wie nannte sich das Eis Trucker? Die Serie? Wen? Ja, Eis Trucker gibt's ja. Eis Trucker, ne? Die immer über die gefrorene Fläche fahren. Rudi schreibt, aber ich kann deine Nachricht leider nicht lösen, weil ich deine Sprache nicht verstehe. Hä? Ach ja, so. Finn, wehe, du machst deine LKW-Tür auf, ne? Wenn du mir deine Schramme rein... Ja, okay. Chef, ich kann nicht mehr weiterfahren. Wieso nicht? Spiegel ist kaputt. Der hat gar keinen Spiegel, fällt mir gerade auf. Finn, wo ist dein Spiegel hin? Ach, der ist im LKW von anderen. Ja, nee, da ist er wieder. Nein, der Spiegel ist eingeklappt. Den klappen wieder aus. Geht nicht, der LKW liegt drauf. Ich liebe das. Ja, komm. Ich sag nur deine Moment. Ja, sag mal meine Moment. Was denn? Was denn? Nein, dieses Intro da. Oh, was ist da passiert? Eieiei. Was hatte der denn? Ja, beim Einloggen. Escape drücken. Dann überspringt schon das Intro. Okay. Mein LKW hat sich aufgelöst. Ich komm noch nicht mehr. Ah nee, Finn wollte kuscheln. Sich jetzt erst. Wollte schon sagen, wo ist mein LKW hin? Also ich krieg die Ansage, ich soll mir einen anderen Server aussuchen. Ja genau, da musst du immer auf aktualisieren gehen. Steht irgendwo aktualisieren. Hat er mir nämlich auch gesagt. Ja genau. Und es kommt eine Loot. Achso. Von Klarsichtfolie. Beziehungsweise vom System. Danke System für dein Loot. Ich liebe Facebook, muss ich nur sagen. Olli, dein LKW ist Facebook auf dem Handy offen oder auf dem PC? Mir werden auf dem Handy andere Nachrichten angezeigt wie auf Facebook. Was ist mit meinem LKW? Hat Olli überhaupt eine Garage in Köln? Mit Sicherheit. Ja. Ich hab doch nirgendwo anders eine. Achso, ja, okay. Ich glaube, ich düse nochmal, weil wir ein bisschen Zeit haben, gehe ich nochmal kurz zur Garage, zur Werkstatt rüber und tu meinen Truck ein bisschen aufrüsten. Du kriegst keine Freundschaft, kein Freundschaftsbonus, du kriegst das nicht günstiger. Finn macht das, glaube ich, auch gerade. Nee, meiner ist schon. Ach so. Was willst du jetzt machen? Mein Truck ein bisschen umbauen, also umdingsen. Weißt du? Umdingsen? Eventuell hübscher machen. Oder hässlicher, eins von beiden. Mal gucken, was wird, ne? Ja, richtig. Soll ich denn auch noch mal in eine Werkstatt? Eigentlich wollte ich meinen ja pinkig lassen. Ab wann haut der einen denn? Das ist deine Entscheidung. Das weiß ich. Machst du denn wieder Herzis drauf oder lässt du die Herzis weg? Es kommen Herzis, aber es kommen vielleicht andere Herzis. Okay. Vielleicht mache ich meinen jetzt in rosa mit Herzchen, weißt du? Ah, das geht auch. Okay, dann finde ich gleich raus. Ich finde mit. Ich meine, ich gucke mit und so. So.
Da ist gerade einer auf zwei Reifen an mir vorbeigerauscht. Das kriegt das hin. Nee, das war eben nicht mein Sohn. Das hat mich ja jetzt so beunruhigt. Toll, jetzt ist die Ampel grün und da drüben weiß nicht, wer wann fährt. Hallo Sohn. Bitte nicht Bums machen. Och Manu. Ich hab dich nicht angebumst. Doch, du hast Bums gemacht. So. Wolltest du was sagen, Olli? Nö, ich hab schon mein Design. Ich hab mich verfahrtet. So, da muss ich abbiegen. Roter Winkel, falls es knallt. Yeah! Ich hab ein Ladebildschirm. HGW! Franzi, wie sieht's bei dir aus? Ich bin schon drin. Achso. Finn! Naja, ist egal. Ich gehe jetzt sowieso in die Werkstatt, Edge. Ja, oh. Das war ich nicht. Hallo, LKW. So. Also, ich hab mein Design schon, ne? Och Mann, ich bin jetzt gerade angekommen. Ich brauche noch meinen passenden Hänger dafür. Ich fahr mit meinem eigenen Auflieger, glaube ich. Och nee. Dann kann ich meinen Auflieger noch designen. Oh, die Klarsichtfolie hat auf der Sprache zurückgeschrieben, was da geschrieben worden ist. Was stand denn da, Franzi? Keine Ahnung, was damit meint. Ich glaube, es geht um das Stream selber. Ach so. So, und dann die Farbe. Aufliegermanager. Da ist mein Auflieger und ich möchte diesen Auflieger. So, ein Back. W und ja, B und so. WC. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Köln Garage. Ja. Ich. Werkstatt. Ich glaube, ich muss neu connecten. Meine ich ja. Werkstatt. Schulalung. So, mal gucken, ob ich meinen Auflieger hier. So, das habe ich. Darf man jetzt einen Doppelauflieger fahren? Nee, wa? Ich glaube, das darf man nicht. Nee, nur in Schweden, Norwegen. Ja. Ich kann das nicht mehr. Aha. Wieso nicht? Das wird was eng in der Kurve. Eng ist ein dehnbarer Begriff. Ja, ja, mit Gegenverkehr. So. Ach, hey. Was denn? Er ist uns noch nicht gewohnt. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, doch, alles gut, alles gut. Ah, okay. Alles nach seiner Ordnung. Ja, ja, bitte. Sieht man das gestern mit den Wallungen im Loch? genau. Wallungen. Das war aber Anja, ne? Oh, oder? Da, wer war das? Hier. So, also, ich bin nochmal in der Connection Queue. Ich bin aber Köln Garage. Hä? Ich bin Köln Werkstatt, aber Server 3, ne? EU3. Ja, EU3. Ja, bin ich. Ich kann hier rumfahren und oben steht Position in... Position in Queue, ja, 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 du bist noch nicht auf dem Server drauf, aber in ETS drinne. Ah, wunderbar. Wenn ich jetzt hier rumfahre, komme ich dann da raus, wo ich gerade... Dann joinst du genau da, aber ich würde in dem Bereich bleiben, wo nur keine Kollision angeschaltet ist. Ja, weil wenn du dann plötzlich irgendwo stehst, dann backt zufällig mal jemand in dir. Kann sein, dass du in die Luft fliegst. Ist mir auch schon mal passiert. Oh wei. LKW 100% Schaden, kaputt. Ja. Aber ich stehe an der Werkstatt, ich guck mir den Dom an. Das ist doch freilich schön. Hinter mir steht ein schöner Kran. Frage mich, warum der Kolonius links vom Kölner Dom steht und nicht rechts. Und warum der da überhaupt zu sehen ist. Ja, hier ist ja noch nicht mal ganz Köln, das ist ja nur das Industriegebiet, oder? Ja, das ist Köln-Deutz, das Industriegebiet. Und das ist auch noch nicht mal 1:1 nachgebaut. Das ist halt eure Truck Simulator, das ist halt immer so ein bisschen das gleiche. Hauptsache die Städte. Ja, ja. Die sind hier so ein bisschen gleich. Ah, ich bin im Ghost-Modus. Ja, Ghost-Modus. Ja, du bist noch im Ghost-Modus. Ja, aber ich bin drauf. So. Ja, ich bin jetzt auch gleich soweit. Ich auch. Also, ich bin noch in der Queue, 109, ja, 106. Ja, da steht einer mit dem pinken Hänger. Papa, runter. Wer ist denn das? Wem komme ich denn hier ins Führerhaus? Führerhaus. Ach, das ist Finn. Hallo Finn. Entschuldigung. Finn, du bist pink? Nein, du bist nicht pink, oder? Bist du pink? Weiß. Noch nicht.
Oh, ist das dieser scheiß Tee ziehen? 3 bis 5 Minuten. Na, das packe ich noch. Wer schreibt denn hier auf Russisch? Also ich bin's nicht. Ach, schreib einfach Blir zurück, ich will jetzt verstehen. Ah, ja, total da ruhig, ne? Da haben wir einen Olli mit bei. Ich hol mal kurz meinen Hänger ab. Ja, wegen. Ah, ja. Ach ja? Ey. Dass er nicht mal warten kann, bis ich drinne bin, ey. Ja, die Schwedenpanzer haben geparkt. Aua, das heiß. Ja, nicht warten kann. Geil. Das ist doch schlimm. Schlimm? Jetzt hab ich wieder Schaden, bevor ich überhaupt losgefahren bin. Oh. Das ist ja schick. Also der Warzi hat sich nicht mehr gemeldet. Nicht? Nein. Dann sucht er wohl doch nicht so dringend, wa? Nee. Ach, der von gestern? Ja. Der ganz tolle, echt. Oh. Wer ist jetzt noch, wenn der deinen Stream hört? Yay! Nein, ich will keine Fahne da dran haben, ich will eine Lampe. So. So, ich bin dann auch mal da, hier. So. Ich sehe euch, hier in der Garage. Was? Bulette? Was? Oder wer? Der neue Olli. Ja, ich hab gesagt, ich bin dann jetzt auch mal da. Ach so, online, ich sehe dich, ja. Die Direktor mit dem anderen Olli. So, Mortex HD, Klarsichtfolie, habe Problem mit Mark SMP, please help. Und zwar habe ich folgendes Problem mit Mark SMP. Ja, da muss noch... Ja, meine Fehlermeldung ist so, cannot inject core in was? Initialisierung auf client failed. Das klingt danach, dass dein TruckersMP nicht mit Steam verbunden ist. Also würde ich das jetzt auf Anhieb sagen. Und Fortler, guten Darm. Guten Darm? Ja. Olli, hast du jetzt guten Darm gesagt? Ja. Das sagt man so in Darmstadt. Ach so. Und was sagt man dann in Bückeburg? Guten Bück. Guten Bück? Okay. Franzi schreibt schon 3000 Jahre später. Ja, du hast recht, Franzi. Wir sollten mal so langsam mal losfahren, ne? Ja, aber ihr wollt jetzt alle irgendwie mit eurem eigenen Gedöns da, ne? Wie komme ich denn jetzt an meinen Auflieger dran? Mimimi? Du gehst auf Escape, dann gehst du auf Aufliegermanager. Auflieger? Auflieger-Händler? Nein. Aufliegermanager, ja. Richtig, da siehst du deinen Auflieger, ja, ne? Ja. Und dann kannst du dort erstmal den anklicken einmal und dann gehst du erstmal auf Standort ändern und wählst dann den Standort Köln aus. Ja, Gesundheit, 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 Currywurst und Gesundheit, überhaupt. Gesundheit, Gesundheit, genau. Ja. So. Aber einmal so. Abziehen bitte, ja, das war ich nicht. Und wenn du da den Standort Köln ausgewählt hast, dann ist der schon mal dort. Und dann kannst du... Kassel, Hannover, Magdeburg, Berlin, Rostock, Bremen. Ach ja, Currywurst. Bin ich jetzt blind? Ich stehe doch da. Warum kann ich das nicht angezeigt kriegen, wo ich stehe? Dann geh doch auf Kartenanzeige. Auf Karte Dings da. Karte Dings da. Ich bin doof. Ich finde, mein Auflieger ist noch zu hell. Ist zu dunkel. Ich muss ein bisschen heller machen. Ja, dann gehst du erstmal auf Standort ändern, dass er in Köln ist halt, ne? Und dann kannst du da nochmal raufgehen und gehst dann halt auf jetzt benutzen oder jetzt nutzen. Irgendwie sowas steht da. So, wer hat denn noch so Schönes geschrieben? Marco, Tag schön. Wie geht's dir? Steht da rechts neben dir, Olli. Wer steht wo? Okay. Erstmal LKW repariert. Komm ich hier rein? Wird das was?
Nein, natürlich wird es nichts. Doch, das wird was. Klappt das? Ach, da hapert's. Ich krieg meinen LKW nicht daher. Mein Auflieger. Soll ich hier so? Finny! Das ist eine sehr gute Idee. Sonst bin ich hier, glaube ich, morgen noch dran. Ja, genau, 3000 Jahre später. Ach, hast du jetzt auch die Nachricht gelesen, ja? Ja, ich hab's jetzt gelesen. Auch dran. Fabi, Irene und ich sind nicht müde wegen dir. Nein, warum solltet ihr auch müde sein? Ich schlaf dir schon fast ein im Stream. Für den Abend? Nein, ich will den noch umändern, aber. Aber erstmal will ich ihn nach Köln haben. Oder soll ich ihn erst umändern? Ich weiß es. Hä? Und moin moin Mike, schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? So, und wie kriege ich den jetzt geändert? Kann ich den jetzt hüpfen? Na, da steht er doch. Ja, ja. Jetzt, weil Finn mir den da gerade hingeholt hat. Mhm. Olli, du stürmst? Irgendeiner atmet gerade laut. Oh ja, ich hab mein Mikrofon falsch. So, jetzt alles gut. Okay. Ja, jetzt. Alles easy. Gut. Jo. Ziemlich voll hier, muss ich ja mal sagen, wa? Ja, irgendwo in Brüssel, keine Ahnung. So. Oh, dann machen wir mal Mittagspause, wa? Guten Tag, Paul. Ja, ich hänge noch bei der Frühstückspause, aber ich kann gerne übergehen in die Mittagspause. Wo kann ich den denn ändern jetzt, Finny? Wo wollte ich den ja jetzt nicht lassen? Ja. Ich warte. Du kannst also, dann einfach nur auf deinen Aufliegermanager gehen und dann auch anpassen. Aha. Das heißt, du gehst mal auf Aufliegermanager, wählst mal den Auflieger aus. Ja, und ich hab Finn jetzt gerade an den Tasten. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade machst. Ja, das will ich nicht ändern. Ach so. Also, der muss nicht dafür zur Werkstatt, ne? Ja, Finn hat mich jetzt zur Werkstatt gefahren. Ja, ist Quatsch eigentlich. Mann. Obwohl, doch, warte mal kurz. Man muss dort stehen, dass man auf Anpassen drücken kann, okay. Ja, den macht er doch alles richtig. Gut, Finn. Doch, ich lass jetzt meinen so, dass man dann irgendwann heute noch. Großwandern. Ist ja nicht so, als würdest du in Fortnite Programmer Pro Gamer sein. Nein, ich bin Pro Gamer bei Fortnite, das weiß ich. Wir hatten hier einen Rückwärtsgang drin, ne? Also meiner ist eigentlich aus, mein Motor. Franzi? Ja. Ein Rückwärtsgang drin, ne? Nein. Franzi, wo stehst du eigentlich? Da kann hier noch Finn und Tanja stehen. Ja, da stehe ich auch, aber ich sehe keine Franzi. Es startet gleich ein Konvoi. Achso, ihr seid noch was zur Werkstatt, ne? Wahrscheinlich. Wir stehen an der Werkstatt, ja, ich warte hier auf euch. Dann fahre ich nochmal zur Werkstatt. Dann fahren wir von der Werkstatt los. Obwohl, Tanja muss eh nochmal zur Garage, um den Auflieger abzuholen. Ach nee, muss sie nicht. Wenn sie den Auflieger schon dran hat, dann muss sie den abholen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich bin. Moment mal eben. Du stehst in Köln an der Werkstatt, zusammen mit Finn. Ja, genau. Ja. Und irgendeiner hat einen Rückwärtsgang drin. Das ist... Ich nicht. Oh, danke schön. Da gibt Tinnitus im Ohr. Was für eine Tussi im Ohr? Ja, gibt Tussi im Ohr. Okay. Tinnitusse. Tinnitusse. Ja. Ein Tinnitus und viele Tüssen. Tussen. Was? Nee. Ja, Tinnitussen. Tinnitussen? Tüssen? Tinnitusses. Oh, deiner ist ja richtig schweinchenrosa, Finn. Das gefällt mir natürlich auch gut. Finn? Schweinchenrosa? Hä? Aber richtig schweinchenrosa. Ah, dann hast du das DLC nicht. Ja, das ist so ein Farbding. Ist auch weiß, die hatte sonst auch mal was anderes drauf. Schwarz und rot. Hallo. Oh,
Olli den Nachnamen. Hallo! Olli in weiß. Nein, ich ändere meine Farbe nicht. Oh, Olli, du hast ja auch das Schweinchen rosa. Ja, Valentinstagsdings, ne? Ja, ich hab ja auch was mit Herz, aber ich hab ja, was anderes. Mein Auflieger ist aber noch zu hell. Zu dunkel. Ich muss mal ganz kurz meinen Auflieger anpassen. Aber das ist jetzt nur ganz minimal. Ich mach das noch ein bisschen. Ah, der geht gar nicht heller. Doch, geht es. Ja, das sieht, glaube ich, was aus. Und bestellen. Ja, so ist es okay. Wird also nicht durch? Ja, wir warten sowieso noch. So. Ist, was? Okay. Du chillst hier daneben, während Irene und ich nur eine ganze Map nachbauen müssen. Warum baut ihr eine Map nach? Ja. So. Wie sieht's dann aus? Franzi ist da. Ja, ist von mir. Dann machen wir jetzt Aufliegeraufträge oder was? Oh, schick. Dass wir so eigenermaßen alle dieselbe Richtung fahren. Also Duisburg-Calais? Willst du Duisburg-Calais fahren, ja? Mir ist es egal. Wenn sich das Olli und Tanja zutrauen? Wenn Olli das schon so betont, dann möchte ich das, glaube ich, nicht. Oder? Ja, Duisburg-Calais ist. Duisburg-Calais ist halt los? Komplett Landstraße und da knallt es eigentlich alle paar Sekunden. Aber das fällt nicht auf, wenn du schuld bist, Mama. Richtig. Ja, ich bin die Strecke doch auch schon mal mitgefahren. Warum gibt's so viele Aufträge? Oha, scheiße. Also, fahren wir Duisburg-Calais, ja? Dann ist es ja egal, was wir für eine Fracht annehmen. Ja, aber dann Hauptsache, das geht so ungefähr in die Richtung. Ich muss auch da noch einen Auflieger holen, nehmen. Ja, wo ist denn hier? Oh. Boah, sieht das jetzt warm aus hier, ey? Alle in rosa. Nein, ich nicht. So, was Duisburg nach? Calais. Wo ist denn das? Aufträge, Moment. Für Dove. Nö, den gibt's bei mir nicht. Also, Aufträge, was guckt ihr jetzt? Wir müssten jetzt in dem Falle bei Ladungsmarkt gucken. Gut. Weil wir unseren eigenen Auflieger nehmen. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur irgendwas in Frankreich. Auftragsangebot, was? Ladungsmarkt ist bei mir grau. Da hast du noch keinen Auflieger? Ich habe keinen eigenen Auflieger. Dann ist es ja kein Problem, den kannst du auch extern oder so nehmen, das ist eigentlich egal. Punkt, check. Aber ja, hauptsächlich eigentlich eh nur Duisburg-KD fahren. Ich könnte was nach Metz nehmen. Ich höre dich nicht, Kappa. Ach, Lott, Rotterdam, Bremen, Lüttich, Dortmund. Was? Falsch! Boah, ist das laut, ey. Von Düsseldorf nach Köln, nein, ich fahre nicht nach Düsseldorf. Lyon. Ah, oh, shit, wo sind wir denn? Wir sind hier. Mene, Mist, das rappelt in der Kiste. Ich hab was nach Rotterdam, aber in Belgien. Toulouse hab ich, Straßburg hab ich, wenn es Richtung Frankreich geht. Ja, also ich fahre nach Le Mans. Okay, hast du schon angenommen? Nee, du siehst, wir haben nicht die gleichen Frachten. Das heißt, wir müssen einfach nur irgendwas Richtung Frankreich annehmen, dass wir so ungefähr die gleiche Tour fahren. Weil wir bekommen die gleichen Frachten nicht hin bei Ladungsmarkt. Achso, es könnt ihr geräucherte Sprotten von Köln nach Paris fahren. Ja, dann nehmen wir es. Nach Le Mans? Ja. Dann ja, mache ich das. Dann nehmen wir es nach Paris, weil das liegt ja auch auf dem Weg. Das, also von Calais ist es nicht mal weit bis nach Paris. Ja, hopp hab auf, ich angenommen. Janni, Mani oder Gianni, Mani. Hi, Tag, schön, wie geht's dir? Dann muss ich leider leer mitfahren, anscheinend. Oder Frachtmarkt, geht das auch noch? Nein, Uli, du musst nicht leer mitfahren, du musst aber nur irgendeine Fracht annehmen. Ja, irgendwas. Wenn das aber alles Richtung Polen geht, dann bringt mir irgendwas in Richtung Frankreich. Ja, wir geben doch wahrscheinlich die Fracht eh nicht ab. Externe und Fracht, genau. Kannst du beides gucken. Ja. Eine sagt mir keine Treffer. Ich nehme aber schon mal Le Mans. Le Mans. Polen, München, Rotterdam, Bremen. Luxemburg. Luxemburg liegt doch in die Richtung. Gesundheit aufwischen.
Du, Luxemburg passt doch. Ja, ach du Scheiße, ein Bagger. Wie lange brauch... Kann man dieses, Teil abstellen? Er ist in der Queue. Nach Luxemburg? 2 Minuten ungefähr. Von Köln aus? Ja. Ja, der hat's nicht so mit Pünktlichkeit. Oh, cool. Ich hab hier gerade auch noch einen Ladungsauftrag gefunden. Das kennen wir irgendwo. Von Köln nach Luxemburg. Da haben wir auch so ein paar von. Ja, dann fahren wir teilweise Luxemburg. Olli haut einfach ab, jetzt fahre ich hinterher. Ja, nee, ich hol bis 5 Minuten vor der Zeit ist es mal aus Pünktlichkeit. Nur der Sanitäter kommt 10 Minuten später. Der Fahrer zum Verladebereich. Gar nicht wahr, Alter. Der Funk geht mir auf, Captain. Kann man das abstellen? Ja, irgendwo. Ja, irgendwie habe ich das abgestellt. Seitdem höre ich den Funk nicht mehr. Oh, das ist gerade widerlich. Ich weiß nicht, wo ich das abstellen kann. Geht das überhaupt mit einem Spiel? Ja. Ja, klar. Muss ja auf Tab. Und dann unten die Einstellungen, dann kannst du den Funk, glaube ich, abstellen. Soweit ich oder weiß. Oder halt Tab, Rest dann geht mit der Maus und dann halt hochfahren. Genau, du hast oben deinen Funk über deine Scheibe. Ja, ich weiß, wo das Funkgerät sitzt. Das ja, du lädst Kanal ja genauso 9. gleich wie ich. Hierher. Yeah. Hinten auf der Baustelle, ne? So, Fracht angekommen. Ja. Wo fährst du denn? Ich fahre gerade neben dir, Dudkiss. Ich bin nicht. Achso, ne, das ist wieder jemand anderes. Die steht nämlich gerade neben mir irgendwie. Nee, ich bin hier. Es kommt auch noch Glassichtfolie vorbei. Ja, wir müssen alle unsere Fracht hier abholen, wie es aussieht. Ja, ich muss außerhalb von Köln abholen. Das ist ja irgendwie gerade die Scheiße. Nee, je nachdem, wo du gerade bist, guck ich mal. Weil ich habe jetzt die Fracht nach Luxemburg angenommen. Ja. Aber anscheinend nicht von Köln aus. Du doch, musst die Fracht aus abholen. Ich bin ja auch noch in Köln. Du musst deine Fracht auch abholen. Wie tut man eine Fracht aufgeben? Also bei mir zeigt er jetzt eine Strecke von 762 Kilometer an. Du hast doch ausgewählt von Köln aus, ja? Ja, natürlich. Sicher, du musst mich Köln anklicken. Das ist anders als bei extern. Ach so. Ja, das guck mal jetzt, wo du deine Fracht abholen musst. Wenn du deine Fracht jetzt in 700 Kilometern Entfernung abholen musst. Ich bin gerade am überlegen, der das Tanja in Le Mans ihre Fracht stehen hat, nach Köln. Wie gibt man Auftrag auf? Also, abbrechen? F6 oder F7, je nachdem, oder F8, ich weiß es nicht. Irgendeine Taste kannst du mal ausprobieren, da steht dann irgendwann Auftrag abbrechen. Toll, bei mir heißt es, sie haben keinen Auftrag, witzig. Ja, die musst du auch erst abholen. Ja, und das heißt, du musst deine Fracht gerade in 700 Kilometern Entfernung abholen. Das heißt, du hast nicht Köln ausgewählt als Start. Nein, habe ich auch nicht, weil ich in Köln stand. Ich dachte, das ist logisch. Oh, nein, nicht bei... Ja, hab ich auch gedacht. Deswegen stehe ich hier gerade irgendwo zwischen Köln und Düsseldorf. Ach, das ist doch scheiße. Das heißt, ihr habt keine Fracht. Das heißt, ihr könnt ganz normal nochmal auf Auftrags... Angebot gehen, dann könnt ihr noch mal ganz normal auf Ladungsmarkt gehen. Wenn ihr auf Ladungsmarkt seid, habt ihr die Möglichkeit, dann auf der Karte erstmal Köln anzuklicken und dann zeigt euch nur Frachten von Köln woanders hin an. Ah, mein Navi ist weg. Ja. Oh, soll ich jetzt warten oder soll ich losfahren? Ja, wir fahren ja alle dieselbe Richtung, ne? Ich komme jetzt erstmal zurück und guck, ob ich irgendwas finde. Als Kurve. Oh, können die nicht einfach geradeaus Strecken hier reinbauen? Ah, hier die schreiben wir schon. Wer sich beim Konvoi mit anschließen möchte, reiht sich einfach mit hinten ein und kommt auf den TS. Aha. Nein. Nein. Wir sind unser eigener Konvoi, die können zu uns kommen. Gib mich mal jemand an. Es sind eh nur 34 Leute. Irgendwas war mit Finn, der ist ein bisschen leiser heute. Der ist ein bisschen schüchtern. Geht gleich sofort los, einer von uns ist gerade rausgeflogen. Ist aber neun. Ah, ausnahmsweise, aber nur heute. Tempo! War eine Kurve, Entschuldigung. Ich hab jetzt hier einfach mal an der Seite. Bleiben wir hier stehen, wa? Erstmal. Ich hab nur was nach Luxemburg. Ich hab nichts von Köln aus nach Dings. Ja, Luxemburg hast du. Nehm an. Ja, das ist aber wahrscheinlich wieder von irgendwo abholen. Wir legen die Route dann anders. Nee, klick einfach mal beim Abholmarkt auf Köln. Einfach mal auf Köln drauf. Hab ich ja. Genau, das zeigt dir auch nur Köln an. Das heißt, du bist in Köln auf beim Start. Das kannst du dann alles direkt in Köln mitnehmen. Ach, guck mal, die haben hier sogar einen TÜV.
Nimm es mal an, Tanja, und dann siehst du schon deine Route, wo du hinfahren musst. Ja. So, und wo kriege ich meine... Da ist mein scheiß Navi. Mein Gott. Finn hat hier irgendwie, oder irgendwer hat hier was Pinkes mitten im Weg gestellt. Ich komme hier nicht durch. Ja, aber schon, wenn du mal was zu hast. Ja, Finns Auflieger steht dort. Ja, ich weiß, aber ich komme ja nicht durch. Mitten auf der Straße hat er den abgestellt? Ja, quer. Hat mich jemand. Ja, aber leise. Jetzt? Besser, aber immer noch leise. Sag doch einfach, was du vorhast. Ja, ich steck hier fest. Ach so. Soll ich dich befreien? Ich hab meinen Auflieger noch nicht dran. Das sehe ich. Oh, jetzt ist er weg. Sich abholen lassen? Ja. Fuck. Sieht einfach nicht, wenn man fragt. Ne? Ja, hinten steht ein Konvoi in Köln. Tanja, ich stalk dich jetzt, ne? Mach mal. Mich also ist ich eins. Ich hab nur was von Köln nach München. Wie weit ja, ist es? Ja, jetzt leckt's bei mir. You have been kicked from... Was? Nein, du musst das Licht anmachen. Och Mann, ist denn schon wieder nach 16? Ja, 30. Ja, 16:04 Uhr. Jetzt guck ich ganz woanders hin, das war auch klar. Aber ich bin jetzt trotzdem offline, ne? Ja, logisch. Ja, du wirst ja gekickt. Ja. Ja, wie, Licht, scheiße, wie macht man Licht an? L und dann, Oh, das ist eine Scheiß-Tour jetzt, die wir haben. Wisst ihr das eigentlich? Wir haben noch nicht mal gestartet. Ja, eben. Ich hab noch nicht mal eine Tour, weil ich nichts kriege. Es gibt ganz viele Frachten, man kann sich irgendeine annehmen, egal wo die hingeht. Weil es ja eigentlich nur um Duisburg-KD geht. Köln selbst wenn die nach Hamburg geht oder weiß ich wohin, ist es scheißegal. Wir fahren einfach nur Duisburg-KD. Ja, da kann auch Lea mitfahren. Könntest du theoretisch auch. Geld. Richtig. Okay, so macht man auch kein Geld, wenn man die nicht abgegeben hat. Ja, eben. Wenn ich nach Polen muss und fahre nach Calais, dann denkt mir das auch. Also geldmäßig auch nichts. Da kann ich auch Lea mitfahren. Wenn ich mich jetzt wieder neu einlade. Mein Fakt, welche EU seid ihr unterwegs? EU3 sind wir. Zumindest versuchen wir es. Wo seid ihr denn? Ausgeloggt. Ich logge mich ein. Habe ich meinen Auftrag dann noch? Ja. Nee, okay, du hast den Auftrag noch gar nicht angenommen. Du solltest ihn erst abholen. Das heißt, du hast ihn noch nicht. Doch, ich hatte den angenommen. Du hast ihn angenommen, aber nur, dass du den fahren willst. Das heißt, du bekommst die Route dorthin gelegt und musst den dort erst abholen. Irgendwo noch Nähe. Köln-Werkstatt. Irgendwo in der Nähe. Mehr weiß ich nicht, wo ich bin. Straßenschilder stehen an ihn dran. Oh, ich komm drauf. Wow. Da kannst du jetzt erstmal in Ruhe hinfahren. Warum bin ich jetzt geflogen? Weil du kein Licht angemacht hast. Na, wahrscheinlich nicht. Nein, du musst zweimal L drücken. Inaktivität wahrscheinlich. Oder in. Ihr seid doch scheiße. Also. Nochmal gucken. Man will ja wohl noch gesehen werden hier. Also und einmal komplett mal einloggen wahrscheinlich. Und wie gesagt, Tanja, das ist wirklich so. Du nimmst dir die Fracht an, dass du die fahren möchtest, ne? Und dann zeigt er dir die Route an, wo du die Fracht abholen sollst. Und erst dort, wo du die abholen sollst, dann nimmst du den Auftrag erst richtig an. Ja, ich fahre jetzt einfach nur dahin, wo mir mein Navi sagt. Ja. So. Und das dürfte jetzt, wenn ich das so richtig blicke, in der Nähe von der Werkstatt sein. Da fahren wir dahin. Und wenn du da angekommen bist, dann musst du noch die Fracht nochmal neu annehmen. Dann nimmst du sie erst richtig an. Oh, verdammt. Ja, du bist noch nicht auf den Ladungsmarkt gefahren, beziehungsweise ihr. So wie es aussieht. Franzi, bist du noch anwesend? Du bist geil, da kann ich ja mit dem Hänger sogar mehr als 100 fahren, das ist ja mal chillig. So, hier soll ich hinkommen. Und keine Angst, wir fahren auch gleich los. Das dauert nicht mehr lange. Dafür, dass um 15 Uhr offiziell SSO kommt. Schaffen wir noch. So, wo soll ich jetzt draufklicken? Wieder Ladungsmarkt oder was? Dann gehst du direkt, wenn du bei der Dings angekommen bist, auf der einen Fläche, da wo du was annehmen kannst. Da gehst du rauf und dann wieder auf Ladungsmarkt und da guckst du dann, ob deine noch da ist, die du hattest. Luxemburg hatte ich. Köln-Luxemburg. Soll ich das nochmal annehmen jetzt? Ja. Ja. Und dann kannst du es direkt dort auf dem Gelände ankoppeln. Okay.
Und jetzt zeigt es so, dass du es auch ankoppeln kannst, oder? Ja, aber wieso ankoppeln? Ich hab doch schon mal. Ja, nicht, nicht ankoppeln, sondern einfach nur die Fracht drauf machen. Die wird aufgeladen auf deinem Wagen, so rum. Ah, okay. Du musst da ranfahren. Aber andersrum, ach du Scheiße. Ich muss also drehen, ja? Okay. Anja muss drehen. Lalalala. Jetzt komme ich mir gerade wieder vor wie die Farbige in Police Academy. Scheiß die Wand an. Tildefroh, kann man mitspielen? Natürlich, also das können wir ja auch nicht verhindern, ob man mitspielt oder nicht. Also von daher. Und wir fahren eh gleich die Spukalee, also von daher, das wird ein bisschen lustig, denke ich mal. Und du musst nach Le Mans, ne? Le Mans. Ja, ich muss nach Le Mans, genau. Das heißt, ab Calais trennen sich dann die Wege und jeder gibt es kurz eine Fracht ab. Ich nicht. Wir können auch einfach so ohne Frachtschwelle bis Calais fahren. Doch, ich habe schon eine Fracht dran. Ja. Also nehme ich die jetzt auch. Da Franz, du hast auch schon eine Fracht drauf, ne? Ja, ich habe schon eine Fracht. Ja, ich habe da noch nicht so die Übung drin. Ich kenne nur immer die externen Aufträge. Die externen Aufträge kannst du ja, glaube ich, sogar auch nur maximal 90 fahren, ne? Ja, richtig. Richtig, richtig. Ja. Aber da ist das ein bisschen einheitlicher, finde ich, wenn man Konvoi fährt. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Na, alleine darf scheiße. Jetzt. Was ist jetzt los? Ups. Hab grad mein Tee rumgerührt und jetzt bin ich voll im Acker drin. Tee ist ganz gefährlich. Böser Tee, böser Tee. Also. Das ging mir mal so mit Cola. Die ist hier im Acker. Irgendwie ich leg mir schon mal die Route, ne? Ja, Vollgas, so, Vollgas. Franz, dann müssten wir uns eine Route erstmal außerhalb von Duisburg legen, denke ich mal. Da, wo die Straße losgeht, ne? Dass wir dann von Köln nachher erstmal über Düsseldorf nach Duisburg fahren. Aber nicht in Duisburg rein, sondern rechts die Landstraße hoch. Hier ganz viele Menschen. Echt? Ich bin allergisch gegen Menschen. Ja, Rosa, Ich leg mal kurz die Route so einigermaßen. Wo findet denn jetzt überhaupt irgendeinen von euch? Also ich stehe bei so einer Firma und muss meine Ware aufladen. Ja, ich werde hier gerade angehupt. Hup zurück, L, H. Gut, ich habe die Route schon mal gelegt, dass er genauso fährt, wie wir fahren müssen. Ja, hopp, fahr. Nein. Da ist keiner von euch. Jetzt stehe ich wieder schief. Mann, wow. Gibt's hier nicht irgendwie einen Traktor, der einmal aus dem Feld ziehen kann? Ja, das wäre LS19. Das ist Finn seine Aufgabe. Franz, ja, aber einen Zucker rüberladen. Wer timet denn jetzt aus, Franzi? Warum So, jetzt müssen wir hier wieder auf die Straße zurück. Ja. Boah, ja, Mann. Oh, ja, Franzi ist auch in Dings weg, in ETS. Das heißt, sie hat jetzt Internet schwierig. Ja, entweder das oder sie hat keinen Bock mehr, eins von beiden. So, jetzt wird die Ware draufgeladen. Jetzt habe ich endlich einen Ladebalken. Super. Ja, finde ich auch. Oder bleifrei, ist mir egal. So, und jetzt? Wo soll ich jetzt hinkommen? Also, ich würde vorschlagen, also, geh mal kurz einmal auf M. Ich hab Olli gefunden. Auf M, wie Martha? Ja, dass du immer die Karte aufhast. Chef Olli. You can't stop your truck. Wie, was? Und du musst dafür stehen. Oh Mann, ist das jetzt euer Ernst? Aber nicht auf der Straße, ne, irgendwo. Das ist ja ungünstig. Nein, ich bin ja noch auf dem Anlegeplatz. Okay. So, und nun? Ich hab... Ah, hier, Film Calais. Und dann kannst du dir die Route legen, so wie wir fahren wollen. Das heißt, ich hab's... Rechts von Duisburg den ersten Punkt gesetzt. Rechts von Duisburg? Ja, da geht solche Landstraße nach oben. Also nicht direkt in Duisburg, sondern rechts daneben. Ich muss doch nach Luxemburg. Aber wir fahren doch Duisburg-Calais. Was? Duisburg-Calais? Wir können doch Duisburg-Calais nur dann fahren, wenn wir auch... Ich hab eine schöne Strecke. Ich hab Köln-Calais gefunden. Ich vernüsse! Ja, aber dann müsst ihr trotzdem die Umleitung über Duisburg fahren nachher. Ja, ich fahr euch einfach doof hinterher. Ich denke, das wird sich verleihen. Oder so. Doof hinterher. Ich setz mir keinen Punkt. Dann fahrt ihr einfach nur hinterher und dann klappt das ja auch. Ja, aber ich weiß jetzt noch nicht, wo ich hinkommen soll. Wir treffen uns einfach
Wo treffen wir uns am Dom. Besten? Wo was? Am Dom. Zum Beispiel. Wir müssen auf jeden Fall rechts von Köln rausfahren. Ich muss erst mit den Hänger holen. Ich muss erst mal wissen, wo Uli und Olli stehen. Deutscher Hafen? Ach so, da, ja. Kenn ich auch. Das im Prinzip ist der deutsche Hafen. Drehbuch. Wir sind von Köln unten links. In der Ecke. Okay. Also da, wo bei die 4 ist, oder bei der Firma. Nee, in Köln. Bei der Firma sind wir noch. Ihr seid in der Firma selber. Ich hab das im Stream gerade angezeigt. Also, da siehst du, wo wir stehen. Oh Gott, ankoppeln. Finn, magst du mal eben rüberkommen? Ah, okay, da. Was? Mike schreibt gerade, weißer Mann in Köln. Was? Hi, erstmal Mike. Ja, also wie gesagt, wir kommen hier heute nicht voran, glaube ich. Nee, das wird heute nichts. In 4 Minuten beginnt übrigens SSO, nur zur Info. Ja. Also vom Stream, wir streamen jetzt fast 2 Stunden. Von den 2 Stunden sind wir offiziell noch gar nicht losgefahren, ne? Natürlich. Nee, wir hatten noch keinen Auftrag bis jetzt. Als sie angefangen hat, hat sie noch im Bett gelegen. Ja, nee, und wie gesagt, wir sind noch keinen einzigen Auftrag bis jetzt gefahren. Das wäre jetzt der erste Auftrag. Egal, dass die Ampel rot ist. Das ist kirschgrün. So. Weiß nicht, ob ich jetzt richtig fahre. Ich versuche jetzt dahin zu kommen. Ich quetsch mich mal zwischen Finn und Olli. Kann ich mich nicht einfach abholen lassen oder geht das nicht mit der Ware? Dann kann auch sein, dass die futsch ist. Okay. So. Hallo Finn, hallo Olli. So, wo ist es eigentlich, Franzi? Ausgelockt. Bin ich aus Köln raus. Okay, dann war das der falsche Weg. Nein, nicht aus Köln raus. Ja, soll ich mitten auf der Straße drehen oder was? Fuck, ey. Aber wir müssen ja eh in Köln rausfahren. Ja. Aber jetzt schon mal ein Stückchen rausfahren. Vielleicht treffen wir uns da. An den Straßenrand stellen. Ja, wir fahren jetzt mal ein Stückchen raus, weil sie kommen uns entgegen. Hier ist eine Kreuzung. Ich bleib jetzt hier genau an der Kreuzung stehen, solange hier kein Gegenverkehr ist. Dann fahr ich mal vor. Okay, jetzt. Ich hatte gerade ein Schild, wo es geradeaus Richtung Mannheim angezeigt wurde. Mhm. Lol. Gut, Uli, wenn du vorfährst, ne, weißt du den Weg? Richtung Duisburg? Nee, aber erstmal hier raus. das ist der Bums, ja, und Server, ne? Ja, und die nächste dann rechts, ne? Hier rechts. Ja. Gut, das wird mir auch noch angezeigt, mach dich da vom Ackermann. Ackermann? Ja, so, da. An der Kreuzung war keine. So, bei der nächsten links, ne? Ja, so sagt mein Navi mir auch noch. Davon mal abgesehen kann ich da auch nicht geradeaus fahren. Und dann einfach nur geradeaus. Erstmal. Jetzt steht einer hinter mir, der denkt auch, was macht die denn da? Ich würde nicht wundern, wenn ich hier irgendwann mal gemeldet werde. DTDT? Was? Kenne ich nicht. So, wir fahren jetzt gerade so ein bisschen aus der Stadt raus. Und wenn Platz ist, dann bleiben wir erst einfach mal stehen. Ja. Wir fahren jetzt gleich an der Werkstatt vorbei. Und zwar jetzt quasi. Genau. Da. Oh, jetzt ist hier ganz viel Verkehr. Ich warte jetzt drauf, dass ich gemeldet werde und dann bin ich weg. Lol. Ich stehe hier echt ungünstig. Vielleicht sollte ich doch da abbiegen. Ich sehe dich nicht mehr auf der Karte. Ich fahr mal hier rechts ran. Wir stehen hier dann bei ITCC, dieser komischen Firma da. Richtig. Das Mädel. Ich würde wirklich trotzdem vorstellen, dass er vielleicht aus der Stadt ein bisschen raus war. Meinst du? Ja, und dann irgendwie auf dem. Okay, hier müssen wir wieder aufpassen, dass wir hier nicht einen Kram ranfahren. Ja, deswegen ja. Wo ist Tanja? Ich musste von der Kreuzung weg. Wurde angehubt und. Warst du noch in Köln, ja? Ja, ich bin immer noch in Köln. So, hier glaube ich, kann man rechts ranfahren. Das wird was. So. Dann hängt Tanja wahrscheinlich auf der anderen Kreuzung. Hab ja gesagt, Richtung Mannheim wurde mir angezeigt.
So. Köln außerhalb? Folge jetzt im Straßenverlauf. Mal gucken, wo ich hinkomme. Du fährst jetzt gerade raus, oder? Ich? Ach, das bist du. Auf welchem Server bist du dran? Ja, ich sehe dich nämlich nirgendwo. 3. 600 Meter entfernt. Guck mal, ob sie hier vorne eine Kreuzung ist. 600 Meter entfernt, wo ist sie denn? Auf dem Tab, also ich sehe sie nicht. Ja, aber dann kann sie nicht in Köln sein, oder? Warte, ich guck irgendwo mal. Um Köln rum bin ich noch. Also ich habe jetzt das Schild Dortmund-Düsseldorf-Lüttich vor mir. Hier stehe ich jetzt einer an der Straße, der heißt Ionut. Keine Ahnung. Guck mal per Flycam. Oder Nat. Dann guck mal, ob du diese per Flycam findest. Ja, genau. 500 Meter. Ich bin jetzt auf einer Autobahn, scheinbar. Autobahn? So, Anjaka ist so ein Stückchen vorgefahren. Ich soll stehen bleiben. Ja, auf dem Band bleiben, ich weiß, wo du bist. Vorsicht, uns überholen jetzt welche. Okay, ich bleib stehen. Okay, jetzt folgt mir mal bitte. Ich weiß, wo sie steht. Oh, da kommt jemand. Ja, du fahr mit deinem Akkus. Ja, du auch. Finn, wo kann man eigentlich Warnblinker anmachen? W, versuch mal mit W, weiß ich nicht. W für Warnblinker. So, und hinterher. Warnblinker ist, glaube ich, F. F wie Friedrich. Olli, wo bleibst du? Der Staatsanwalt. Oh, ich werde hier fett böse beschimpft, aber zum Glück nicht in meiner Sprache. Vielleicht gilt es auch nicht mir. Ich nehm's jetzt mal nicht persönlich. Ah, okay, F ist es. Oliver? Oliver? Chef? Da wurdest du zuletzt so genannt? Lange, Herr Oliver? Ja. So, ist jetzt Tanja da? Nein, wir fahren jetzt zu Tanja hin. Ja. Finn weiß jetzt, wo ich stehe, ich bleib da jetzt stehen. Okay, dann müssen wir nachher wieder die Route wechseln, weil dann fahren wir komplett raus hier aus. Also komplett aus dem Weg raus. Wir drehen da hinten einfach. Ja. Dann holen wir sie jetzt mal kurz ab. Ja, oder Finn holt mich ab. Dann brauchen wir nicht alle drehen und machen, oder? Ja, wir fahren auf der Autobahn rauf. Wir kommen da eh nicht mehr runter wahrscheinlich. Oh, fuck. Also er lotst ja zumindest Richtung Autobahn. Naja, ich habe ja gesagt, ich stehe auf der Autobahn. Ja, gut. Aber ich bin immerhin auf der Brücke. Ich bin nicht unter der Brücke. Jawohl, ja. Mhm. Mit 430 km/h die Autobahn rauf. Oh, mein Fahrlehrer, der wird mich töten. Auf der. Ja. Jetzt ist gerade jemand an mir vorbeigedüst. Nein, wir fahren gerade auf die Autobahn drauf. Wenn möglich, bitte hin. Ah, verdammt mich. Ach, das wird noch was. Bist du so zuversichtlich, ja? Natürlich. Oh, hauer. Ich konnte den Berg nicht hoch. Soll ich schieben? Ja, du musst ja erstmal hier sein. Ja, ich weiß. Ja, Ionat haben wir gefunden. Miau, Pinkman ist an mir vorbeigesaust. So, hier steht was an der Seite. Mhm. Das ist aber nicht Tanja. Das ist. Nein. Den haben wir doch eben noch in Köln gesehen. Die machen hier irgendwie Kolonnenfahren auf dem Standstreifen, kann das sein? Halt doch einfach. Da, Tanja! Nein! Vorsicht! Hi, Tanja! Kuckuck! So, dann fahren wir jetzt erstmal weiter. Bis wir wieder von der Autobahn runterkommen. Oh Gott, ist hier Verkehr. Ich hab Angst. Ja, fahrt mal. Finn, du hast die Route Duisburg-Calais gelegt? Nein. Also, ich bin jetzt hinter Uli. Ja, und ich versuche die zwei pinken LKWs nicht aus dem. Achtung, Geisteskranker! Ja. Der fährt auf der Pannenstreifen. Jetzt nicht mehr. Kann das sein, dass das der Konvoi ist, den die hier starten wollten? Ja, wir haben uns jetzt komplett den Konvoi angeschlossen. Oh Mann. Ist das der noch nicht so wirklich sauber läuft? So wie es aussieht. Deren oder unser? Deren. Mhm, okay. Unser ist ja auch nicht gerade besser. Ja, eben.
Jungs, fahrt mal ein paar km/h langsamer. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ach so, ja. Ich befahre nämlich gerade erst die Brücke. So. Ich fahre 30. Ah, fahr, 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 fahr! Far away. So, dann haben wir noch 1150 Kilometer vor uns. Wieso hab ich hier egal. Ah, hub mich doch nicht so von der Seite an. Ich kann nicht so schnell fahren. Irgendwie. Waren ja noch da? So, laut Navi sollen wir hier draufbleiben. Also mein Navi ist einfach nach Le Mans eingeschaltet. So, hier ist Stau. ist ja fast so wie Duisburg-Kallee, geht ja schon los. Bremsen. Ich wollte nur mal gucken, was du hinten drin hast. Entschuldigung. Achtung, ich stehe. Ich hab extra sanft gebremst mit warm. Ich bin kurzsichtig, ich sehe nicht, was steht hinten drauf? Ah, jetzt kann ich sehen. Ach ja. Da steht Achtung Bums. Achtung Bums, okay. Von hinten. Wenn Sie das lesen können, sind Sie eindeutig zu dicht hinten drauf. Ah, ja. Ja, was sagte meine Cousine, wo ich mir die neue Brille abmachen lassen? Sie erstmal Sehtest kam sie an, okay, war schon Sehtest, schon mal grandios durchgefallen. Mhm. Oh, wir fahren komplett falsch gerade, ne? Wir fahren genau entgegengesetzt. Ich habe mal in einem Brillengeschäft, dessen Namen ich jetzt wegen Werbung hier nicht nennen möchte, jemanden gesehen, der wollte durch die Eingangstür gehen, hat nicht gesehen, dass das eine Glastür ist. Das war funny. Ja, das hatte ich ja auch mal. Aber da war der komplette Gesichtsabdruck auf der Scheibe zu sehen. Ja, Gesichtsabdruck inklusive Hände links und rechts neben. So, jetzt wird's lustig, ne? Jetzt wird's lustig, hier können wir wenden. Nur, dass ihr Bescheid weißt. Jetzt fahren wir hier runter. Ich fahr einfach nur hinter Uli her, mir ist alles andere egal. Ich nutze jetzt einfach den Rastplatz hier zum Drehen. Also jetzt hier runter. Wirst du auf der Autobahn drehen und Geisterfahrer spielen oder was? Nein, da war eine Lücke in der Leitplanke. Die nehme ich jetzt mit. Ja. Dann nimmt die. Solltet ihr gebannt werden? Hier ist ein Parkplatz. Ich bleib hier auf dem Parkplatz stehen. Wir sind ja im richtigen Straßenverlauf. Achtung, Finn, mach Platz. Mal los, fahr. Da bist du erst noch. Einfach mal auf der Autobahn drehen. Ja, deshalb habe ich den normalen Weg genommen. Weil ein paar Meter weiter ist eine Ausfahrt. Langsam. Habe ich euch jetzt wieder verloren oder was? Nein, wir sind bei dir, Tanja. Wir stehen rechts von dir. Okay. Wo ist Olli jetzt schon wieder hin? Ich habe den legalen Weg genommen, weißt du? Das war mir ein bisschen. Finn, weißt du noch damals, wo ich auch mal so fahren wollte wie ihr jetzt gerade? Und dann kam einer und Totalschaden und Feierabend und so? Ja, ich habe ja extra abgebremst und habe die Leute durchgelassen. Olli da? Olli da? Kommt ja? Ja. Ja, sieht gut aus. So. Jetzt klebe ich, glaube ich, Finn am Hintern. Ja, Uli, bist du auch noch da? Ich bin hinter dir. Dann fahren, okay. Dann fahren wir ab jetzt richtig und ich würde sagen, wir pennen uns so bei 90 km/h einfach. Ich versuch's. Ja, schneller kann ich, glaube ich, sowieso nicht. Auch Finn. Er muss wieder Rasen mähen, ist klar. Und Leitplanken mähen. Ich würde mich irgendwann so wegschmeißen, wenn da so ein Loch ist, weil einfach keine Landschaft mehr unter mir ist. Ich bin bei 90. Ich bin bei 80. Aber ich sehe Tanja noch. Ich bin auch auf 80. 180 wahrscheinlich schon fast, wa? Manchmal auch das, ja. So, dann fahren wir doch jetzt endlich richtig. Weiß ich nicht, mein Navi erzählt mir was anderes. Wollte ich auch gerade sagen, Uli, danke. Wir können ja auch theoretisch schneller als 20 fahren.
schneller als 20? Als 90. Nein, Uli hat aber einen normalen Auftrag und kann nicht schneller als 90. Hast du einen extra Auftrag? Ja, interessant. Ich fahre gerade 104 und bin immer noch hinter. Was? Okay. Aber ich komme näher. Tuna. Ich habe ja einen Auftrag nach Kalle, von daher passt das ja. Oh, Tanja. Nein, Auftrag nach Kali hat, glaube ich, niemand von uns, wa? Doch, ich. Ach, du hast tatsächlich einen erwischt? Ja. Ich hab's nur vor 2 Sekunden gesagt, Olli. Hast du's gut? Ja, weniger. Nein, wir sind im Livestream. Ich muss nach Lehmann. Olli? Ja? Boah, ich gucke hier Tanja hinterher auf 2 Spuren. Das ist doch Sonntag, ne? War da nicht LKW-Fahrverbot? Ich hab Frischfleisch. Okay. Ja, ich hab frische Nüsse. Nein, ich habe kein Fleisch. Ich weiß nicht mehr, was ich habe. Ich glaube Paletten oder sowas. Oh, Navi muss wieder vorne runter. Sollte nur heißen, ich darf Sonntag fahren. Fertig. Ah, Köln Süd. Ah. Guck mal, Kölner Ei. Stand zumindest am Schild dran, ne? So, ja. Wir müssen hier runter. Ernsthaft? Oh, 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 Tanja! Was willst du denn jetzt? Ich fahr doch runter! Bin. Ach, du Bums! Bei mir hat's nicht gebumst. Aus. Nee, ich hab's gerade noch geschafft. Okay. Ich stecke fest. Nein, ne? Ja, Finn. Olli, Stoppi. Ja, okay, ich fahre rechts ran. Nein, ich erscheine. Klappt, ja. Okay. Irgendwie, ich sehe ihm noch im Rückspiel. Jan, Aussieger, hi, bin neu hier. Ja, hi, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Ist ein bisschen chaotisch heute bei uns, aber das ist eigentlich immer. Standard chaotisch. So. Oh Gott. Oh, wir haben grün, aber wir halten schon mal an, weil das schaffen wir, glaube ich, nicht, oder? Zu spät. Mama. Ich glaube, ich fahre jetzt erstmal hier rechts gleich ran, dass wir uns erstmal wieder versammeln können. Aber, genau, lass uns erstmal wieder sammeln. Aber passt auf, dass ihr nicht zu weit rechts ranfahrt, nicht, dass wir da irgendwie. Ihr kennt das ja, ne? Du kannst doch drüber fahren, guck. So. Bin halbwegs da. Ja, Finn. Oh, Finn. Also seid ihr alle da, ja? Ja. Gut, dann kannst du ja weitergehen. Ja, bei den anderen beiden ist gerade Gruppenkuscheln angesagt. Ach nein, das ist jetzt nicht wahr, ne? Olli hat's gesagt, er kommt weg, ich nicht. Warum? Wie jetzt? Moment. Du komm rauf da! Los! Stell dich nicht so mädchenhaft an! Nur weil du pink bist! So, jetzt. Muss ich erst mächtig Möse. Entschuldigung. Mächtig Möse werden? Schimpfen. Ja. Nein. Weiß ich nicht. So, seid ihr zwei da? Ja. Familienkuscheln beendet? Ja. Gut. So, dann geht's auf die nächsten paar Meter. Nächsten paar Meter. So, ich muss mal kurz die Nachrichten hier lesen. Ich habe schon wieder sämtliche Nachrichten nicht gelesen. So. Mike ist hinter uns, okay? Thomas teilt es an René. So. Das ist eher eine Elefantenrennen, derart Katastrophe. Ja, da gebe ich dir recht, Christoph. Ja, da sind wir gut drin. So, und dann, hi Mike, schön, dass du reinschaust. Was spielen die volljährigen Menschen? Auf jeden. Ich will es nicht wissen. Dann kommt hier einmal, hallo Tanja. Tanja, du hast schon Fans? Von Mike? John? Ein Mike? Hallo Mike. Hello Bro, what kind of reel you are using? Weiß ich ja gerade gar nicht. Was haben wir denn hier drauf? Ich glaube, das ist hier. Keine Ahnung. Seid ihr noch da? So halbwegs, ja. Ich fahre ein bisschen langsamer, aber. Ich sehe alle, zumindest die anderen zwei im Rückspiegel.
auch schön. Also was Finn ist doch da... Dann bleibt das stehen. Wo ist jetzt eigentlich der andere Olli hin? Fällt mir gerade so auf. Das ist eine sehr, sehr gute Frage und die habe ich mir eben auch schon gestellt. Ich glaube fast, dem war das hier zu blöd. Ich weiß nicht. Ampel ist grün. So. Uli ist da. Ich auch. Finn ist da. Tanja ist da, gut. Irgendwie hat das gerade so ein Feeling vom Schäfer und seine kleinen Schäfchen, ne? Einmal durchzählen. Ja, genau. Sind wer alle ist da? Da? Ich werde nichts sagen, von den Kilometern her fahren wir noch eine gefühlte Ewigkeit, ne? Oh, da heizt hier gerade ein kaputter rum. Ja, nennt sich wahrscheinlich Finn. Uah. Nee, noch kaputter. Noch viel kaputter. Ja, dann soll er mal. Links rum. Links rum? Ja. Der fährt auch. Ja! Ich hänge im Grün. Wer war das? Finn bestimmt. Okay, dann nehme ich die Mitte. Uli, was war das? Das warst du und ich hänge jetzt fest. Ich war das definitiv nicht. Ich habe mich links eingeordnet. Ich war gerade am links abbiegen. Ja, ich habe mich aber links eingeordnet. Das musst du auch machen. Beim Abbiegen. Ich habe Fahrer-LKW, ich muss weit ausholen. Aber ja, da muss ich sagen, wo sie recht hat, ne? So ein bisschen. Ja, und ich hänge jetzt hier fest und komme ja hier nicht weg. Das Dumme ist, man kann jetzt gerade nicht mal wirklich irgendwo anhalten. Doch da hinten kann man anhalten und auf die nächste Straße kommen. Weil hier ist überall nur Leitplanke rechts. Dann halten wir da hinten mal an. Ja. Da, wo wir rechts abbiegen müssen gleich. Wen kannst du Uli helfen? Klappt. Was glaubst du, wo ich gerade bin? Oh, ich das weiß ich ja nicht. Ich sehe das doch nicht. Warum frag ich? Ich steck gerade selber fest. Ach du Kacke. Oh, geschafft. Ihr müsst nachher rechts Richtung Osnabrück übrigens. Nur so zur Info. Oder warten wir dann? Ich wollte gerade sagen, abbiegen, da können wir ja schon warten. Ja, richtig. Im Übrigen, ich hänge fest. Dann ernst? Natürlich. Hör ich mich an, dann scherze ich. Ich wollte die Ampel abbauen, aber... Nö. Wir sind aber nicht in Minecraft, ja? Nicht? Nee, nicht so wirklich. Rote Ampel überfahren, das täuscht. Alt! So, mal gucken. Bin, warum lenkst du so viel rum? Weil ich mit Tastatur spiele, daran liegt es, Tom. Warum spielt ihr nicht mit Lenkrad? Tobias, hatte ich mal, aber dafür muss ich erstmal bei meinem PC einiges umbauen, beziehungsweise nicht umbauen, sondern mein PC in einem anderen Zimmer irgendwann mal platzieren, okay. Und dann klappt es auch alles irgendwann. So, Mike, ich war hinter euch, bin nun in Straßburg. Ja, du bist schon am Ziel, wenn noch was da. Hallo Tanja, sieh mal die Fahrzeug. Aha. Was? Ja, ich weiß auch nicht. Kali schreibt, oha. Rote Ampel überfahren kommt von Tobias. Ja, ganz viele Komplimente auf jeden Fall. Danke dafür. Machen wir weiter? Ja. Ja. Finn, wo bist du? Mein Rückspiegel. Okay. Wir halten hier den ganzen Verkehr auf. Man soll auch keinen Verkehr auf der Straße haben. Nein. Ist ungesund. Also kann zumindest zu Unfällen verführen. Führen. Es ist aber während der Fahrt nicht verboten. Es gibt kein Gesetz, wo drin steht, dass man darf es nicht, ne? Richtig. Das habe ich letzte Woche noch beim Fernsehen gebracht. Man darf keinen Verkehr während des Verkehrs haben, aber ist ja unlogisch. Ja. Haben die letztes Mal. Oh, der fährt ja wie eine Sau. Ja, der hat uns schon überholt. Deswegen sagt ich ja nicht den Verkehr aufhalten. Wie alle rosa fahren derzeit, ne? Ja. So ich nicht. Oh, hallo Tanja. Hallo Uli. Das.
Hinter dir. Ja, ich versuche Gas zu geben, musste gerade abbremsen, sonst hätte ich meinen Sohn besucht. Der fährt da 30 Meter vor dir. Ja, jetzt. So, wir sind übrigens auf der Duisburg-Calais-Strecke und wie man sieht, ist hier nichts los, weil wir nicht auf IO2 sind. Das ist doch schon Duisburg-Calais, oder? Ja, ist schon die Strecke. Ah, da vorne ist ein bisschen mehr los. Wir kommen jetzt in den blauen Bereich. Oh Gott. So, wir müssen jetzt links rum übrigens, ne? Auch noch. Ja, ja. Will ich? Und hier bleibt man sehr gerne hängen, also passt gut auf. Hallo, Finn. Besonders dann, wenn ihr einen ziemlich langen habt. Sagst du jetzt auch Hallo, Tanja? Alter, Bastard fährt mir jetzt hier rein. Also ich bin Finn hinten reingefahren, tut mir leid. Also ich glaube, das ist heute echt Höchststrafe das hier. Das läuft doch alles gut. Jan schreibt, darf ich mitreden? Musst du aufs Teamspeak kommen, falls du Teamspeak hast. Unter dem Namen Klarsichtfolie findest du uns. So. Aber ihr seid noch alle da, oder? Ich ja. Ja, so halbwegs. Wie schnell wollen wir fahren? So, dass wir zusammenbleiben, aber nicht aufeinander knallen, so wie gerade. Ja, mir ist auch irgendwer hinten reingefahren. Ich weiß auch nicht, wer das war. Finn hat's eilig. Ja, die ist mit über 100, glaube ich, lang. Finn, wie schnell bist du? Okay. Finn. 140. Ach, gut, ja. Pro Reifen? Ja, Duisburg-Calais ist auf IO2 sowas von angenehm. Ja, würden wir jetzt auf IO2 spielen? Anstatt auf IO3. Ja, das hier ist angenehm, diese Strecke hier. Hier kommen kaum LKWs. Schon kommt man entgegen. Ja, aber würdest du auf Ding spielen, auf IO2, dann würden wir in beiden Richtungen Stau haben und würden im Schneckentempo fahren. Und selbst dann mal noch Leute es überholen. Ja, und vielleicht wird sie sogar eins der letzten Streams, ne, wenn man das sich so überlegt. Wer steht nach vorne? Ach, der Finn steht hier. Finn. Benzin, alle. Asphalt. Ach, schön. Gute Idee. Wie geht's dir? Wolltest du nicht auch mal ETS spielen? Fällt mir jetzt gerade so ein. Und was war doch da mal? So, Finn ist noch da, Anjanka ist noch da, Tanja ist noch da, Mr. Usilex ist noch da, wie auch immer das ist. Der hinter uns, keine Ahnung. So, mal nebenbei noch die Chats lesen, ne? Ist ja alles auf einer Landstraße mit LKW ohne Probleme möglich. So. Dann zeig mal dein Fahrzeug. Du wirst meine rosa Edition sehen, zeig ich dir gleich mal. Ah, Tanja soll ihr Fahrzeug zeigen. Zeig ich dir nachher. Das ist das gleiche, was Olli hat. Zumindest die Farbe. Ja. Steve fragt, auf was zockt ihr? Wir zocken auf PC. 33 Zuschauer bei Facebook. Erstmal einen herzlichen Dank dafür. Wenn ihr mögt, dürft ihr auch gerne 2000 Sterne uns geben. Ja. Falls ihr welche überhaupt. Beziehungsweise die Seite liken oder. Abonnieren. Abonnieren, so. Genau. Dann bekommt ihr auch die nächsten Streams mit in diese Richtung. Und was ihr auch dürft, ja, ist natürlich auch ein Daumen nach oben. Ach nee, gibt's ja gar nicht. Doch, es gibt auch Daumen nach oben. Es gibt auch Däumchen bei Facebook. Weil wir sind jetzt bei Facebook Live, bei YouTube Live und bei Twitch Live. Olli, das nennt man Likes. So, 1973er fragt gerade, auf welcher Plattform streamst du
am erfolgreichsten. Derzeit muss man wirklich sagen, es kommt immer drauf an. Bei sehr vielen ist es bei YouTube der Fall, bei gewissen Spielen. Dann gibt es aber auch wieder Spiele, die sind erfolgreicher auf Facebook. Also mein Rekord bei Facebook war es in einem Stream eine 250.000 Zuschauer. Also aufgeteilt auf den kompletten Stream. Da waren es nämlich durchgehend irgendwas mit 300 und im Nachhinein wurde sich das auch noch angeschaut. Also eine knappe 250.000 Zuschauer ist das höchste, was ich hatte. Bei einem Video. Und das habe ich bei YouTube noch nie erreicht, noch nicht mal annähernd. Da habe ich mal vielleicht höchstens mal so zwischen 30 und 40 Zuschauer gehabt. Aber jetzt erstmal abwarten, was jetzt, seht ihr ja schon im Titel, was jetzt mit Artikel 13 passiert. Weil wenn es jetzt wirklich so kommt, wie es kommt, wie die es da gestern beschlossen haben, dann heißt es ja, ab Mittwoch eventuell schon, wenn es ganz kritisch läuft, kein YouTube mehr. Und so wie ich das rausgehört habe, da YouTube auch keinen Upload-Filter nutzen möchte, wird YouTube für Europa gesperrt. Bin, was machst du da? Also zumindest so gesperrt, dass kein Privater mehr irgendwas dort hochladen darf. So, oh, wir müssen rechts abbiegen. Wo ist, wieso steht dann Finn auf, im Grünen? Der parkt immer zwischendurch, raucht eine. Darf bis dann ja nicht wissen und macht dann weiter. Achso. Ja. Achso. Während der Fahrt macht er ja auch schon mal Pipi, ne? Oder holt was zu trinken. Oder hilft Mutter in meinem Einpacken. Ja, das macht er auch sehr oft. Mhm. Während der Fahrt. Genau, das schafft er während der Fahrt. Er macht Autopilot rein, rennt kurz über zu Tanja, parkt ein, geht wieder zurück und kann den Wagen weiter steuern. Das schafft Finn. So ungefähr, ja. Der ist wieder hinter mir. Ja, aber nicht mehr lange. Der überholt gleich wieder, dann ist er wieder bei mir vorbei. Ja. Dann parkt er nochmal kurz, zieht nochmal eine Zigarette und. Also, Olli, Finn muss sich nicht dein Fahrverhalten zulegen. Na, ich rauche ja nicht. Naja, soll doch keiner wissen. So, nächste Finn, Nachricht. Wenn du so weiter rauchst, dann rauche ich auch wieder. So, was? Ey, der nächste Pink, die fahren alle pink. Haben wir dafür gesorgt, dass das alle pink fahren? Ja, Fink, pink. Angelo schreibt, kein Ding, das zocke ich auch gerne. Ja, kannst ja mal Milch spielen, kommt ein LKW. Hast du jetzt Milch gesagt? Milch spielen, genau. Ach, Milch spielen? Mit Milch spielen. Habe ich früher gerne gemacht bei Mutti, also da wo ich noch ein Baby war. Obwohl, meine Mutter hat sich lange zugelassen, ne? Ich hab da, hat sie zumindest erzählt, ja, das, dafür könntest du mich heute noch schlagen. Ich glaube, ich habe da ziemlich viel rumgekaut, dass ich dann ziemlich schnell die Flasche bekommen habe. aber das sind jetzt Kindheitsgeschichten, die sind jetzt schon ein bisschen alt. Alles gut. Was war das denn für ein Beutel? Ja, wir haben so einen Spinner zwischen So, Mike schreibt, wie kann man das spielen über PC? Du holst dir erstens über zum Beispiel MMOGA, darüber kannst du dir zum Beispiel das Spiel holen. Da packe ich nachher gerne nochmal den Link rein, weil da bekommst du es auch am günstigsten, ja. Und dann brauchst du noch Truckers MP, das ist kostenfrei, um Multiplayer spielen zu können. Und dann klappt das auch schon alles. Genau, Truckers MP runterladen und Spiel kaufen. Richtig. Genau, Luigi. Angelo schreibt, würde gerne, aber PC ist im Arsch gestern. Das ist schwierig. Also, Laptop könnte ich noch verstehen, selbst das ist unmöglich. Aber einen kompletten PC im Arsch bekommen? Autsch. Nee, ich weiß, was du meinst. Ach du Scheiße. Alter, was ist das für ein Horst? Vorsicht, Olli. Sag mal, was ist das für einer? Ja, ich lieg auf der Seite. Ernsthaft? Ja. Ist der Außenspiegel eingeklappt? Ich lieg auf der Seite. Oh, da steht jemand auf der Straße. Jetzt musst du dich abholen lassen, glaube ich, oder? Ja, wahrscheinlich. Abholen lassen, wir sind nicht bei SSO. Ich meine jetzt Werkstatt und so. Mann, ihr wisst doch, was ich meine. Finn, oder kann man da, gibt's da was von Ratio fahren? Wenn sie komplett liegt, sieht's kritisch aus. Naja, du musst dir mal ein paar andere Streams angucken, glaube ich, Olli. Okay.
Mhm. Wo? Halten wir nochmal irgendwo an? Weiß ich nicht, sollen wir anhalten? Ich hab mich jetzt abholen lassen, ich komme noch nicht mehr hoch. Ist das Moorland oder wo? Ja, mal in Fort Pinter. Okay. Nicht Südhof? So, wo bin ich jetzt? Oh, super, verdammt. Jetzt. Toll, jetzt hab ich eine Ansicht, ich sitze quasi neben meinem LKW. Ja. Wenn du im Pinter stehst, dann grüß James von mir. Ja, wie komme ich jetzt wieder in meinen LKW rein? Wie rein? Ach, jetzt. An welchem Ort bist du denn jetzt? Roter Fehlfunktion, keine Ahnung. In welchem Ort? Ja, dann lass das mal im Fahrzeug reparieren. So. Kann sie da nicht auch slash fix oder so? Oder funktioniert ja, kann sie theoretisch auch eingeben. Also drück mal T wie Theodor. Oder dann Y. Geht unten der Ach ja, Entschuldigung, wir sind ja nicht bei Minecraft. Slash fix. Dann hätte ich eben auch machen können. Okay. Ja. Beim Liegen hilft dir das nicht weiter, Uli. Der okay. stellt sich dann dadurch nicht hin. Der repariert nur das Fahrzeug. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Finde es aber bei mir. Cool. Ja, ich gucke jetzt, ich fahre jetzt mal ein bisschen steiler. Ich will jetzt mal gucken, wo man hier auch mal rechts ranfahren kann. Moment, Finn, warte auf mich. Ach, Finn lotst sicherlich schon wieder auf die Autobahn, ne? Also auf die Straße bei uns. Finn muss sagen, wo wir uns am besten mal treffen können. Weil der macht viel mit Dingenscam. Wie heißt es? Flycam. Ja, aber ab einem gewissen Punkt sieht er uns auch nicht mehr. Ja, bin da. Aber man kann hier auch nirgendwo rechts ranfahren gerade, ne? Nee, ist alles dicht mit Leitplanken und so ein Blödsinn. Ja, richtig. Ah, hier. Hier wird's besser. Aber hier kann man nicht so wirklich uns anhalten. Nee, das ist ein bisschen arg. Hier gehen die Bahnstrecken runter. Wir haben gar nicht. Jetzt müssen wir anhalten, das ist doch umso besser. Also, die gehen noch nicht runter, aber die gehen sicherlich irgendwann runter. Das ist ein Bammer, weil jetzt hier stehen. Ich hoffe, es kommt. Ja, der andere fährt weg. Wir sind beide alleine. Jetzt kommen wir erstmal hier stehen, dann müssen die einmal runtergehen. Wenn sie wieder hochgehen, gucken wir mal, wo wir uns stellen. Leitplanke mitgenommen. Juhu, fängt das schon mal gut an. Also, wir stehen jetzt übrigens gerade auf der Landstraße oben über Brüssel, auf der Landstraße zwischen Brüssel und Calais. Ja, wir sind in Brüssel rausgekommen, sehe ich gerade. Oh, der überholt uns. Scheiße, wir stehen gerade total ungünstig hier, ne? Okay. Wir fahren mal ein Stückchen weiter. Ja, warte, Uwe. Uwe? Ich heiße nicht Uwe. Nein, ich habe gerade was auf einer Karte gelesen hier. Tracker Uwe oder sowas, ne? Ja, so ähnlich. So. Da vorne können wir stehen. Da vorne gibt es eine Stehmöglichkeit. Aber nicht so weit rechts ranfahren, weil ich weiß nicht. Ja, ich weiß. Cool, neues Gebiet für mich. Sagen wir mal so, ich weiß, aber ich mach's ja trotzdem wieder. So. Passt. Dann können sie locker an uns vorbeifahren. Wo steht denn jetzt genau? Auf jeden Fall an der Seite mit Warnblinker. Wir stehen, du weißt ja, wo Brüssel ist, und da ist ja oben unsere Strecke, die wir fahren, ne? Und zwischen Brüssel und Calais sozusagen. Also Brüssel, wo? Also Brüssel ist ja oben unser Weg, den wir fahren, ne? Die Landstraße. Mach doch die Karte einmal auf, Olli. Hab ich ja. Oder guck, ja, gut. Oder guck im Stream. Ja, das meine ich ja, Finn. Ja. Mach mal den Stream an und dann kann Olli dir auf der Karte zeigen, wo wir gerade abhängen. Hucki schreibt, bin dein größter Fan. Hucki, hey! Kennst du uns überhaupt? Welches Beuteltier habt ihr jetzt gerade von und so? Wie jetzt? Mir ist hinten einer eine Karre gefahren. Mann, ich hab doch schon Warnblinker an. Was ist denn hier los? Will ich ja fahren, ey. Was sind denn das hier für Beuteln? Man sieht das schon. Ja, selber. Ey, wir stehen hier mit Warnblinker, ja? Okay, du bist jetzt zum Beispiel nicht ganz drauf, ne, mit deinem Arsch. Aber trotzdem. Ja, brauchen wir schon mehr Platz, sorry. Aber trotzdem, da ist genug Platz, ja, um da an der Seite noch vorbeizufahren. Jetzt ist mir das egal, jetzt fahre ich richtig auf die Grasnarbe. So. Ja, ich bin schon gerade ausgefahren. Ja, es sieht gut aus. Also passt so, du bist komplett drauf. Ich kann nicht mehr
Halt die Klappe, du Horst. Ja, wenn du das sagst. Aber das muss man wieder unterscheiden. Das ist jetzt wieder die gewisse Art von Freundlichkeit, weißt du? An einem vorbeifahren und. So, wir haben 42 Zuschauer. Ja. Dann habe ich nichts gesagt. Dann bist du kein Horst. Was ist das für ein Truck? Also, ich fahre jetzt zum Beispiel ein Scania. Franz, danke schon. Tanja, glaube ich, auch. Wir können ja mal kurz zu Tanja düsen. Das ist übrigens Tanja. Immer Scania, immer Scania. Was? Hast du noch eine Ausfahrt? Wir sind hier auf der Valentinstags-Edition heute unterwegs. Hier runterfahren. Dann. Hol mir mal ganz kurz was zu trinken. Ich bin sofort wieder da. Also, ich lasse mich jetzt abschleppen. Was hast du? Ich lasse mich jetzt abschleppen. Ach, Brüssel. Denn wir können ja nirgendwo drehen, das ist das Problem. Ich sag doch, hier vorne ist eine Ausfahrt. Ja, aber du kannst ja nicht wenden. Da ist alles durchgezogen. Alles bleibt, danke. Kannst du nirgendwo Werkstatt abschleppen. So, also da sind wir jetzt derzeit. Also wir haben noch wirklich ein Stückchen zu fahren. Der Stream, der um 15 Uhr starten sollte mit SSO, da verspätet sich um wenige Minuten. Warte mal, jetzt müssen wir gucken. Ich habe einen Besucher. Ob es ein Barzi ist, ist fraglich. So. Ah, wieso uns alle überholen hier? Wie kriege ich jetzt mein Navi wieder da rein? F5. Nebenbei noch F5 drücken. Oh Gott, hier ist alles voll. I'm here. Hallo. 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 It's me. Achso, du fragst welcher Scania? Kann ich dir auch sagen. Das ist der 703er, müsste es sein. 730er. Genau, das Scania S730. Hallo. Da holt man sich eine Flasche Mineralwasser, kommt zurück und die Sonne geht unter. Mit einer Vorfahrt. Hoffentlich kommt jetzt kein Creeper um die Ecke. Ich schreibe einfach mal kurz was im Chat, bevor wir rausfliegen. Übrigens, die eine Person, die dich gerammt hat, ne? Ja. Hat sorry geschrieben. Mich gerammt hat? Ja, wurde von der Stanz. Oh. Sehe ich jetzt gerade im Chat. Okay. Obwohl, du bist nicht die 37. Ich glaube, der hat zu der 37 sorry gesagt, du bist die 803. Okay. 973er schreibt, Fabi ist schon größter Fan. Ist Fabi das, findest du? Ich bin nicht müde. Oh, da vorne hat's geknallt. Und da knallt's nochmal. Moment, ich muss mal die 2 drücken. Oh ja. Da hinten ist es jetzt ein bisschen... Ja, du Ungarer könnt nicht fahren. Ja, Achtung, 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 von hinten kommt was angeflogen. Fati schreibt, fahr doch. Ja, wir fahren gleich weiter. Wir warten bloß noch auf die Uli und auf den Finn. Die auf dem Weg zu uns sind. Richtig. Wo seid ihr eigentlich derzeit ungefähr? Auf der Landstraße. Auf welcher? Ach, seid ihr schon auf der, ja? Ach so, auf der. Ja. Hoffe ich doch mal. Schön. Dann müsstet ihr ja bald bei uns zu sehen sein. Ich guck mal auf die Tab-Leiste. Okay, bis jetzt noch nicht. Warte mal, ich muss noch mal ranfahren. Hä, was ist denn das für ein scheiß Navi? Oh, nee, oder? Ja, super. Okay, das dauert noch ein bisschen. Mhm. Wir fahren erst noch durch Lille. Scheiß Navi. Wo fahrt ihr durch? Durch Lille. Wo ist denn Lille? Ach, da unten. Wo wollen wir uns denn Calais die Ecke treffen? Da fahrt ihr durch Lille und dann nach oben. Dann treffen wir uns in unten auf der Autobahnauffahrt. Bei Calais? Ja, kurz vor Calais, wo wir auf die Autobahn rauffahren müssen. Dann könnten wir uns da treffen. Ja gut, warte. Dann könnt ihr nämlich da jetzt weiterfahren, müsst nicht nochmal wenden, weißt du?
fahre jetzt hin. Gut, dann können wir weiterfahren, Tanja. Ja, dann nimm du aber Uli mit. Der ist doch okay. Hinten, ja. Okay. Ja, dann gib Hackengold. Ist bei meinem Ford Cooper hier nicht, nee, Mini Cooper nicht möglich. Ford Cooper, tata. Gut, der ist vorbei. Ach ja, dann geht's weiter. Bergisch NRW, Hust, Hust, Wartebereich. Ja, wer kann jetzt ziehen? Wir waren schon wieder an. Aber wir müssen ja eh gleich nochmal stehen bleiben. Moment. Boah, ist der am Heizen. Ah, oh, da ist ein Grüner. Ich hoffe, der fährt vernünftig. Ja, ja. Ah, ja. Da ist ein Grüner, wie herrlich. Badabdabda. Ach, selbst die Grünen wären mir jetzt mittlerweile sympathischer als die CDU. Bleibt das hier? Der Schnee bleibt, werden eh nicht liegen. Aha. Also bei mir ist alles saftgrün. Ja, dann treffen wir gleich Finn und Uli wieder. Ja, die stehen hier gerade, glaube ich. Oh, Vorsicht bei den Kurven, Tanja, die sind. Wenn du zu schnell reinfährst, können die komisch werden. Ja. Zu spät erkannt, dass die nur doof rumstehen. Ich hab mich hinten angestellt. Oh, ist das nicht recht schön mit dem See? Könnte auch ein Ozean sein. Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Ich sehe noch einen. Auf der rechten Seite von uns. Du bist, ja, jetzt. Ne, das ist so hübsch, ne? Ja, du bist weiter vorne. Wollen wir hier anhalten und mal kurz einmal reinspringen? Ja, los, lass uns mal anhalten, aber wir ziehen mal den Erik hoch. Ja, ich weiß nicht, ob es so gut ist, hier anzuhalten und die Seitplanke rechts. Naja, das Ding ist ja, wenn jetzt gerade hier kein Gegenverkehr ist und. Ah, Gegenverkehr! Mach mal Gegenverkehr! So. Olli hat wieder eine normale Stimme. Warte, es kommt sicherlich auch wieder eine Phase, wo keine Leitplanke ist. Mhm. Die finden wir. Boom. Sicher. Wenigstens habe ich dich jetzt wieder vor mir. Ist doch schön. Ja. Ach guck mal, da vorne ist die Titanic. Plus, ja. Plus ohne alles. Also ohne Schornsteine, ohne. Also sieht doch ein bisschen fetter aus. In 2 Jahren ist es soweit, oder in 3 Jahren, ne? Ich glaube 2022 war das. Wo die neue Titanic ins Meer nachgebaut, ja. Das Lustige, was ich da dran, also besonders lustig finde. Hier ist eine Tanke, da können wir ranfahren. Nehmen wir die Tanke. Ne, das was ich besonders lustig dran finde, die wollen das ja so machen, die Fahrt soll ja 1:1 genau identisch sein, haben sie gesagt. Das soll wirklich genau, alles genau wieder so ablaufen. Ne? Die gleiche Route, sie wollen in dem Jahr am gleichen Tag losfahren, alles drum und dran. Und da stelle ich mir die Frage: Ist der Eisberg denn auch da? Fabi, was hast du denn? Alles gut, Fabilein. Fabi, nur zur Info, du bist auch noch im TS. Jetzt wollte ich ihn gerade ziehen. Hallo. Hallo. Hallöchen. 10 Jahre später. Wo geht's hin? Jeder fährt woanders hin. Toll. Duisburg-Calais ist aber auf jeden Fall so in etwa und so. Genau, das. Ich bin in Calais. Ja, okay. Da in Calais gibt zum Beispiel Uli ihre Fracht ab. Und dann muss ich noch nach Le Mans. Und Tanja muss dann nach Luxemburg, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. So, springt mein Motor an.
Ah, du Drecksack, du bist doch von der von eben. So, Tanne, du sind mal weiter, wa? Okay. Ich hab getankt. Ja, los, fahr. So, also ich bin jetzt. Kalle, war ihr die Ausfahrt? Drecksack. Ja, dann kann Uli schon mal die Fracht wegbringen. Und dann fahre ich, glaube ich, meine Tour noch durch bis zum Ende. Ja, ich fahre noch ein bisschen Le Mans mit. Ruhe, Achtung! Entschuldigung! Ja, und wie gesagt, sorry, dass wir es nicht pünktlich geschafft haben heute mit SSO, aber das kommt noch. Das bekommen wir noch hin, auch wenn es nur eine kurze Runde wird. Schaffst du es da runter zu fahren, Phil? Ja, pass auf, dieser Furk, schlag mich tot, ist ein kleines... Oh, guck mal, Olli, da ist da ein Strand. Jetzt sollten wir aber wirklich mal. Ich würde jetzt wirklich sagen, wir halten hier an, aber das Problem ist, wir haben Leitplanke gekriegt. Ja. Und am Strand muss normalerweise auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Möglichkeit sein, dass da ein Parkplatz ist. Also wir hätten hier eine Massenkollision. Fahrt nach Calais rein oder wo? Also rein werde ich nicht fahren, weil ich muss nicht rein, aber Uli muss auf jeden Fall rein. Ja, ich werde dann außerhalb warten. Meinst du, ich komme da auch dran vorbei? Da kommst du jetzt. Ein Idiot, ey. Ja. So, Fabi schreibt, Hust, Wartebereich. Fabi, du, wenn du... wir fahren noch schon. Sie war AFK und wurde deshalb in den AFK-Bereich geschoben. Ja, aber wenn sich entmutet, ist sie automatisch wieder im Livestream-Channel, normalerweise. Aber wenn sie dann selbstständig versucht, da reinzugehen und versteht, sie kommt da nicht rein, dann hab ich's nicht mehr. Aber wir können sie sicherlich gleich sehen. Dieser Fuckern oder. Ah, hier ist Oma. Hallo Oma. Hallo Oma. Ah, das ist auch eine Beleidigung, oder? Wenn man als Vögel oder so Oma heißt, da denke ich mal sofort irgendwie. Weißt du, irgendein Jungscher weiß doch gerade mal 20 oder so. Oder noch ja Oma. So, wir fahren jetzt auf der Autobahn rauf. War das noch kein Autobahn? Mir geht der Motor aus. Verdingelrettung. Y/fix. Genau, Y/fix. Denk dran, während du Y drückst, kannst du nicht lenken. Ja, ja. Schon. Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, ja. Ich kann lenken hier selbst. Ja, ich auch. So, dann fahre ich jetzt mal hier rechts ran, war hier Standstreifen. Warte, ich bleib mal eben stehen. Ich hab ne Panne. Seid ihr schon auf der Autobahn gewesen, oder? Wenn ihr auch schon auf der Autobahn seid, dann ist es ja wirklich so, dass ihr schon weiter vorne seid. So. Hey Leute, ihr geht mir so auf. Hallo Fabi! Hi. Hallo. So. Fahr doch mal einfach weiter, Mann. Der ist nice, mit dem bin ich auch eine Zeit gefahren bis gestern. Okay, Angela, bist du LKW-Fahrer, ja? Also so richtig, mit einem richtigen LKW und so. Oh, und jemand tut hier. Ich komme nicht in den Chat rein. Weiß ich nicht. Dann hat sie T gedrückt anstatt Y. War sie wieder Minecraft. Ja. Wie krieg ich den jetzt wieder dran? T! Geht nicht. Ein bisschen ranrempeln. Mit Liebe. Ah. Ja. Jetzt habe ich aber immer noch nicht meine normale Ansicht. Du hast die Fracht wieder dran, ja? Ja, aber dann, dann drück einmal die 1, dann sieht es das wieder mit, das was du vorne sehen kannst. Ja, jetzt habe ich da oben noch so ein Konsolenfenster auf, auch gut. Da musst du die Taste links neben 1 drücken. So, jetzt haben wir es. Genau. Ah, die Konsole habe ich schon so lange nicht mehr genutzt. Was passiert, wenn ich in der Konsole Penis reinschreibe? Der Befehl war zu kurz. Bin da, Finn. Weiter.
Ja, so ähnlich, nee, da kommt. Ja, ungültiger Kommando. Déjà-vu und so. Also ich bin jetzt in ja. Dings. Wenn du ruckelst. Ali. Oh, der driftet mit seinem Hänger um die Kurve. Ja, jetzt weiß ich gar nicht. Kommt jetzt die Uli? Seid ihr noch auf der Autobahn oder seid ihr schon runter? Wir sind jetzt in Calais, noch ein. Ach so, ja gut, dann können wir weiterfahren. Warte so kurz, dann bin ich gleich bei dir. Ach so, ja, okay. ich komme mit dem Zug rübergefahren, ne? Okay. Was? Ich bin gerade in England. Ach so, nee, komm, dann können wir weiterfahren. Ich dachte, du meinst hier auf der Autobahn selber warten. Dann können wir erstmal bis Calais vorfahren. Ach so, ja, ja, ja. Oder? Nee. Ach, Olli, da komm mal langsam. Du kommst mit der Bahn, ne? Hast du gesagt, ne? Ja, genau. Ja, dann können wir ja bis zur Bahn weiterfahren. Wir treffen uns alle bei der Bahn. Okay. Mal gucken, ob sie pünktlich ist. Aber Tanja, ich weiß gar nicht, wo du musst ja eigentlich nach Luxemburg, ne? Eigentlich ja. Dann würden sich eigentlich hier irgendwo sich die Wege trennen. Soll ich jetzt nach meiner Route fahren, ja? Ja, doch. Wenn du deine Fracht wegbringen willst, theoretisch musst du, ne? Okay, dann fahre ich jetzt hier runter. Weil Le Mans, wo er hinfährt, ist in eine ganz andere Richtung. Ja. Gut, dann fahr. Alleine gestellt. Ja, ich fahre jetzt erstmal bis bis zum Tunnel, also bis zur U-Bahn, U-Bahn, bis zum Zug. Ja, auf eine Art und Weise ist es eine U-Bahn. Ja, ja, richtig. Wir werden halt nur unter einem R-Kanal. Ich werde gerade im Chat zugespammt. Hi, 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 hi. Uli, wo bist du jetzt hin? Musst du drunter schreiben, hi, Tatei. Space Taxi und so. Abgeben. Aber. Ach, scheiße, jetzt bin ich nicht runtergefahren. Ich bin aber auf jeden Fall da. Ich warte auf der Autobahn. Ja, ich werde von den Polen ausgebremst. Ja, ich wurde eben vom Türken ausgebremst. Ja, wenigstens fährt er ordentlich. Ja. Oh Gott, ich jetzt ohne Einfahrten. Oh. Ich habe jetzt nur noch 340 Kilometer. Schön. Ich habe noch 421. Okay. So, ich habe nichts zu sagen. Warum nicht? Fabi, los, red mal eine Runde. Was denn? Ja, was denn zum Beispiel? Wow. Ach so, Angelo ist am PC da drauf. Okay, weil wir haben ab und zu auch ein paar LKW-Fahrer hier unter uns. Oh, Kali, abfahren. Ach ja, die Bahn war pünktlich. Irgendwie steht meine Flycam. Oh, tolerabel. Oh, ist die bergisch. Oh, das ging aber schnell. 318 Kilometer entfernt, Meter. Wo ist das denn? Die Fracht ist tolerabel, also was ich hier gemacht habe, ist tolerabel, okay. Ja, besser als gar nichts, ne? Ja. Richtig. Meine sieht mit Sicherheit auch nicht so aus. So, Finn, wo stehst du? Oben kannst du nicht rausfahren, war das wäre so genial, wenn du es geradeaus rausfahren könntest. Ja, ich sehe schon. Laut Map sieht es ja fast so komplett aus, als ob sie es da noch machen werden. Aber auch schon seit das Spiel rausgekommen ist. Ja gut, dann lassen wir es. Dann wird ja nichts passieren. Finn, alles gut bei dir? Nein. Warum? Oh, mein Warnblinker ist nicht an, jetzt du das sagst. So, jetzt wieder auf der richtigen Seite fahren. Hoppala! Das war Finn. Ich hab gesagt, warte da. Das habe ich nicht gehört. Was soll das sagen? Wo müssen wir jetzt hinkommen? Keine Ahnung. Olli? Also wir fahren jetzt Richtung Le Mans. Also, aber ihr könnt auch Richtung Tanja fahren, wie ihr wollt, ne? Oh, also, sie fährt Richtung Luxemburg. Ja, Uli, wo wollen wir hin? Mir egal, rechts oder links? Mir ist es auch egal, die Ampel ist nur rot. Ja, dann bleiben wir so lange hier stehen. In der Zeit kannst du dich entscheiden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall in Le Mans ist dann auch Schluss. Ja, das lass mal nach Le Mans, würde ich sagen. Weil um 15 Uhr ist ja, ne, kommt die SSO. Rechts oder links? Moment, ich muss eine Markierung setzen. Ich glaube, ich habe einen Bergisch hinter mir. Sollen wir hier noch warten auf den Rest oder? Ja, okay, auf Tanja warten wird wohl nichts, ne? Weil sie ganz woanders sind. Ja.
Aber ich weiß nicht, wo fahrt ihr jetzt nach Le Mans oder was? Uppala, Entschuldigung. Was hängt denn jetzt hier? Wenn ihr Richtung. Also ich. Ja? Ich hab noch 270 Kilometer vor mir. Ne, jetzt. Mein Gott, Walter. Ja. Weil wenn ihr jetzt aus Calais rausfahrt und dann auf der Autobahn rechts direkt rauf, dann seid ihr bei uns. Also Uli und Finn. Finn ist mal im Kreisverkehr in Calais. Ich fahr jetzt hier rechts. Fabi, du bist so still. Ja, bin ich. Ja, bin ich. Wieso kann man ein Tempomat nicht auf 2 km/h einstellen? Weiß ich nicht, aber ich habe jetzt mal eine lange Gerade. Ich gebe jetzt mal richtig Hackengold. Doch, ne? geht. Nee, du lässt dich gerade einfach nur rollen. Sicher? Nein. Nein, Olli. Aber er bleibt aber auf 2. Ja, das ist halt Leerlauf. Der Motor dreht sich ja die ganze Zeit. Ja, passt doch. Mal gucken, wann wir ankommen. Wo lang? Ach, da unten. Echt? Ey, den Spaß muss man sich wirklich mal machen. Eine komplette Tour mit 2 km/h fahren. Nö. Sollen wir vielleicht da unten an der Tankstelle warten, dann stehen wir hier nicht mitten drauf. Einfach mal noch eine Tankung vorhaben, dann können wir weiterfahren. Vielleicht kommt erstmal noch eine Maut und danach kommt eine Tankstelle. 230 Kilometer. Ach, ist doch schön, wenn man mit 120 fahren kann. Das hätten wir so auch fahren können, aber wir hätten sehr viele Leute verloren. Richtig, aber ich bin ja jetzt alleine und ich habe gerade hier echt keinen großartigen vor mir. Ah, da muss ich lang, Entschuldigung. So, hast du eine externe Fracht? Nee, ich habe hier Auflieger. Ah, stimmt, Mann, das ist rosa. Mann, der geht mir auf den Keks. Was will der von mir? Valentinstagsdesign und so, weißt du? Aber wir fahren alle in rosa. Außer Uli. Ja, ich muss ja nicht jeden Trend wegmachen. Aber wir haben auch ganz viele andere LKWs schon gesehen, die hier komplett in rosa rumdüsen. Bin wo lang? Geradeaus. Achtung, Maut. Scheißegal, da fahre ich durch. Nein, tust du nicht. Nee, mach ich nicht. Der Hafen? Okay. So. Ah, da. Und da vorne ist die Tanke. Hast du eigentlich schon mal die, fährst du gerade den neuen MAN oder noch den Scania? Immer noch den Scania. Ich muss sagen, der MAN, wenn du mit dem Gas gibst, das klingt, als würde da irgendwie ein Reaktor. So laut, ja. Bin da. Ja, ich tank nochmal schnell voll. Oh, hier ist eine perfekte Parklücke für mich. So. Ach, Geld ausgeben müssen wir jetzt auch noch. Ne, ich bin nicht hier durch, Geld. Ja, nee, ich brauch den einfachen Weg. Oh Gott, was ist denn da unten los? Ich bin mir gerade vor wie im Wespennest. Es wird kuschelig. Ja, aber richtig. Und ich bin nicht auf euch. Sorry. Ach, nee, nee, ich hab dich ja nicht. Dachte ich schon gerade. Ja. Okay, ging noch. Ich dachte, das ist gut. Kriegt man. Okay. Ich hab ein Problem. Also, rollt er einfach rückwärts. Nicht noch um. Ah, passt doch. So. Ich gucke mal auf den Facebook-Chat. Wir haben da 47 Zuschauer, ein Hallöchen und herzlich willkommen an alle neuen Leute, die hier reinschauen. Ja. Du bist schon irgendwie vorbeigefahren. Weißt du, wo es lang ist? So, au! Oli und Finn sind da! Echt? Was?
Na echt? Was? Dann können wir ja weiterfahren. Ist an der Tankstelle? Ja. Wir fahren dann. Oh, warte, ich muss nochmal die. Was? Ist eine gute Idee? Tankstelle ist eine gute Idee. Dann fahr ich wieder zurück. Oh. Olli? Kann ich ja mich mal eben? Gib mir in die Außenperspektive. Okay, wenn Finn mal nicht hier seinen Dampf ablässt. Hallo? Hast du einen Dampf abgelassen? Ja, bei ihm zischt das die ganze Zeit. Das arme Schild. Okay, bin da. Oh, Finn! Oh, Finn! Warte, herrlich. Hier mein Parkplatz. Hier ist nur mein Parkplatz. Ah, ich... bin da. Sehe ich nicht schön? User in your channel was kicked from the server. Ein? Ja, oh, tschüss, Olli. 4, 5, 6 Parkplätze. So, reicht für 18 Meter. Hä? Wie Olli? Ja, der andere Olli. Wir hatten ganz am Anfang noch einen Olli und dann auf einmal hat er nichts mehr gesagt und jetzt erst ist er gegangen. Beziehungsweise gekickt. Gegangen worden. Gegangen worden, genau, er ist gegangen worden. Ja, ich bin da. B und B. Dann können wir ja weiterfahren, wa? Jo. Wo fahrten ihr jetzt überhaupt auf los? Le Mans. Ach so, ja. Oh, abgesochen. Wie viele Kilometer sind das bei euch auf der Karte noch? Sind nicht mehr viele, das sind noch 379. Echt jetzt? Ja. Oh, okay. Wieso? Nö, weil ich bin jetzt in unter 100 Kilometern an meinem Ziel erstmal. Du konntest auch durchgehend 120 durchfahren, ne? Aber ich sehe jetzt ja auch nein, durch. Nein, 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 nicht durchgehend. Charlotte, hi, wie geht's dir? Hallösche. Möchtest du vorbeikommen und eine Runde singen für uns? Da! Da wäre das Thema. So, dann werden wir vom Standstreifen runter, danke. Ich ziehe jetzt hier durch. So schnell wie es geht. Ich werde nicht einmal mehr bremsen, egal was kommt. Auch nicht bei einer Ausfahrt. Ich bremse auch nicht bei einer Mautstelle und ich bremse auch ausrollen lassen. Und ich bremse auch nicht, wenn ich nachher meinen Auflieger absattel. Mir geht's gut und nein, danke. Warum denn nicht? Olli, das ist ja echt auch so, da musst du auch mal zwischendurch so bremsen. Nö. Nö. Oh, da kommt eine Ausfahrt. Oh, hier ist ein Warndreieck. Das hat nichts Gutes zu bedeuten. Könnte ich sagen. Oh, die Ausfahrt muss ich sogar nehmen, wa? Okay, ich hab's anders überlegt, ich bremse doch. Nein, also ausrollen lassen. Das wird nichts mehr. Die kannst du doch nehmen mit 90. Ja, mit 90, auch nicht mit 130. Oh. Hey, nur noch 40 Kilometer. Bist du? Oh, Finn, ich komm da nicht rein. Wieso sprichst du den Namen meines Sohnes immer mit 50 N aus? Ich komm da nicht rein. Ah, Uli, entscheid dich früher. Ja, das heißt, entscheid dich, ich darf da nicht rein. Hast du da Kreuze? Ja, Pfeile. Oh nein, sie hat das DLC nicht. Anja? Ja! Ich will nach Hause. Ich auch. Uilala. Ich will zu meiner Mami an die mütterlichen Runde. Mir fällt gerade auf, es ist dunkel geworden, ne? Check ich jetzt. Ach. Bis von 0 Uhr. Ja, aber in 100 Kilometern bin ich auch am Ziel. Gefühlt. Oh fuck, da muss ich ab. Und dann stelle ich den Stream noch um, dann kommt, ich weiß gar nicht, machen wir heute noch SSU oder verschieben wir das auf morgen? Was machst du morgen? Hast du frei oder was? Ich hab nicht. Die denken an die 18 Uhr, ne? Ja, stimmt, wir haben um 18 Uhr ja noch Teammeeting. Ja. Richtig, deswegen wird das wohl heute ein bisschen schnell, würde ich mal sagen. Mit einem ja, ich wollte ja offiziell um 15 Uhr anfangen. Es kann dann sein, dass wir SSO dann auf morgen verschieben, weil ich muss morgen arbeiten bis 16:15, bin um 17:30 zu Hause. Dann kommt morgen so 18, 19 Uhr SSO. Was macht denn der Troll hier? Ein Schwarzfahrer! Einer? Hunderte. Nein, das ist tatsächlich ein Schwarzfahrer. Geisterfahrer. Schwarzfahrer Geisterfahrer, meine ich auch, sorry. Ja? Ah, dann bist du knapp.
Hat er kein Ticket oder was für sein LKW? Genau, er hat kein Ticket für sein. Blöd, wenn alle 150 fahren. Dann hätten wir alle kein Ticket mehr. Oh shit. So. Geht nochmal Fernlicht an? K. Oh Scheiße, wir müssen hier runter. Haben Sie Ihr Ziel erreicht. Wenn möglich, bloß nicht wenden. Oleg, oh, fetto, Oleg, fetto, Oleg, fetto. Das wird knapp, das wird knapp. Gehst du weg? Haust du ab? Aber auch mit 130 nehmen. Nee, 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 nee. Das kannst du gerne machen, ja. Nein. Und du musst jetzt komplett auf 0 runterbremsen. Muss ich gar nicht, auf 30 reicht. Ich dachte, du wolltest nicht mehr bremsen. Ja, ich muss ja dafür nicht bremsen. Tschüss, Fabi. Ich hätte sie mal geredet. Aber ich habe hier auch das komische Zeug im LKW drin, was da automatisch abbremst. Gut, was? Ja, richtig, genau. Anker! Anker. Rauswerf! Ahoi! Captain Olli! Ja, ich weiß, dass ich das Ziel erreicht habe, du Schnarchnase. Oh, Upsi? Motorfehlfunk, T-Ohren? Ja, die habe ich auch schon längst. Hör auf zu hupen! Boah, hast du gewusst, dass Finn gerade hupt? So. Nee, ich kack einen auf die scheiß EPs. Sorry, ich bin in Eile. Besser ist das. Zufriedenstellend. Okay, etwas besser als bei dir. Puh. Oh, schöne Gerade hier. Ist das nicht eine schöne Brücke? Wie lange spielst du schon? Wann haben wir angefangen? Vor 2 Stunden und 52 Minuten haben wir angefangen. Das heißt, bei Facebook dürfen wir offiziell bis noch 1 Stunde 8 Minuten streamen. Du würdest. Du würdest. Was würde ich? Durchpassen? Na, da kommt nicht vor, ist da 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 da. Was? Da 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 da. Ja, doch, ich dachte, ich gleite da gerade raus. Ja, überholt ruhig. Habe ich kein Problem mit. Vorne kommt eh wieder eine Maut. Garage, Mensch. Also, wo genau macht ihr euch jetzt? Lehmann! Meinen? Le Mans. Le Mans. Ach ja, richtig. Ja, da komme ich ja nicht hin. Deswegen fahre ich jetzt nach Hause. Fährst nach Köln? Ja. Ja, ist jetzt eh gleich dann Feierabend. Ist nicht wahr. Hier fährt einer auf der Leitplanke. Und warum? Weil das kann wahrscheinlich. Ja. Aber das ist nicht zufällig Finn, oder? Nee, er fährt nämlich auch manchmal. Finn. Sehr gut auf den Schienen und so. Bin doch hier bei Olli und so. Ja, das sehe ich doch nicht und so. Deswegen was bist du jetzt so? Daylight Girl, hi, blub. Wie geht's dir, Katerlein? Passt das? Hm? Katastrophe. Nein, passt nicht. Ich habe eine private Nachricht von jemandem bekommen. What the fuck? Der Finn. Wieso blinkst du einmal rechts und fährst links? Weil hier rechts, wenn ich hier so was. Weil England und so. Vielleicht noch. Nein.
Mein LKW hört sich als Traktor. So. Dann schätze ich mal, haben wir jetzt noch 150 Kilometer vor uns? 120, okay. Ja gut, ich habe da keinen Stall, ich kann da nicht hinkommen. Also, du kannst dich ja abholen lassen, bist in der Nähe irgendwo und dann hinreiten. Hinfahren. Ich kann den pinken Hänger nehmen, sag's doch gleich. Genau. So. Eins Kater fährt. Ich hab den Chat gelesen. Und schon habe ich einen Aufliegerschaden von 15%. Also, Olli, ihr sollt mal einen Führerschein wieder abnehmen, ne? Ich muss irgendwie den Chat lesen können während der Fahrt. Nein, nicht. Chat lesen während der Fahrt ist verboten. Das nee, Handy während der Fahrt ist verboten, aber er sagt PC-Monitor, ne? Das ist so Mods. Ach stimmt, Handy ist verboten, ne? Aber Smartphone nicht. Ja, nee, das ist Computer verboten? Ist ein PC verboten? Wenn ich in meinen LKW einen PC aufgebaut habe, rechts. Jetzt guck ich mal, ob ich in Paris was habe. Kater fährt noch schlimmer an ETS und ihr geht's gut. Und sie hat heute und morgen frei, das ist so schön. Und Trainspotter Südbahn. Hi, Tag schön, wie geht's dir? Apropos Trainspotter, ich muss auch mal wieder mal demnächst eine Runde. Train Simulator oder Euro Train Things Euro Train Simulator Train, ja, sag doch. Gibt's da jetzt eigentlich mal einen Multiplayer? Ich glaube noch nicht, ne? Sollte es verkommen? Ja, ich hab's auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Ich auch nicht. Und dann ist ja auch die große Frage, können wir das denn das kommt überhaupt noch streamen? Oder sagt Artikel 13? Nö. Nein, kannst ja auf Mixer streamen, weil die sind doch unter 3 Jahre jung. ist das theoretisch so? Wie alt ist ein Mixer? Tja. Das gab's schon länger, das hieß vorher Beam. Okay, und Umfirmierung, also steht wahrscheinlich Mixer, oder? Komm, kann Glück sein. Vielleicht, mal nachschauen. Vielleicht tut sich ja auch, wenn das wirklich funktioniert mit der Umfirmierung, dann müsste sich ja YouTube nur umfirmieren. Obwohl, da kommt wieder die Bedingung, die verdienen mehr als 3 Millionen Euro. Ciao. Olli, warum rennst du? Weil ich sonst die Leitplanke geknutscht hätte. Was läufst denn so schnell? Ich habe ETS lange nicht mehr gespielt, du musst mal wieder spielen, Kater. Bergisch fährt gerne mit dir. Was? Hat das zumindest gestern noch gesagt. Ich bin böse, oder? Jetzt hab ich verstanden. Boah, lange Leitung. Also wie viele Kilometer habt ihr noch? Ich hab 6. Also ich sehe schon den Mann, ich sehe schon mein Ziel, sagen wir es mal so. Okay. Mach doch auf. Hallo? Wie geht die Schranke denn hier? Was auch hier ist, oder was so? Nee, ich hab nichts, was zu nah dran ist. Jetzt geht mir der Motor aus. Ja. Na, wir locken uns ja dann eh aus, ne? Das ist ja dann die Feierabend. Das, was ich jetzt tue, sieht keiner von euch. Na, Olli, ich hab's gesehen. Ich hab gesagt, das sieht keiner von euch. Auch du nicht. Scheiße, wenn ich hinter dir bin. Bergisch, Kater hat geschrieben, er spielt gerne mit mir. Mhm. Oh, das sieht jetzt auch keiner, was ich jetzt hier gerade mache. Stimmt das, Bergisch, spielst du gerne mit Kater? Hä, was? Spielst du gerne mit ihr? Was hast du gesagt? Ja. Schon okay. Oh, verdammt mich. So. Dann sind wir doch knallhart am Ziel, wa? Was für ein Geräusch da. Also wissen wir auf jeden Fall, das nehmen wir schon mal fürs nächste Mal mit. Uli hat auch kein Frankreich DLC.
Anscheinend. So, was habe ich jetzt überhaupt transportiert? Ich hab's vergessen. Hüttenkäse. Hüttenkäse. Das war doch sicherlich eine Hüttengaudi heute, die Fahrt. Ich hab die Nüsse gefahren. Ach so. Berge spielt gerne mit Kater und mit Jesse. Wer ist denn Jesse? Olli fährt Russisch, er schreibt 1973er. Wie, geklaut? Nee, das wäre polnisch. Ich wollte gerade sagen, nee, das war. Russisch wäre besoffen. Stimmt, wegen Wodka und so. Kann man russisch Roulette spielen. Hallo Daniel! Hallo Daniel! Daniel, du bist 14? So, ich stehe drinne. Ja, die Fracht ist noch annehmbar, besser als nix. Die wäre eigentlich perfekt gewesen, aber naja. So, wer bremst, verliert, schreibt Angelo, da hast du vollkommen recht. Fahre doch mit Nebelschlussleuchte. Hab ich die überhaupt? Also SSO ist auf jeden Fall Star Stable Online. Um auf diese Frage nochmal zurückzukommen. Oha, mein LKW war ein Totalschaden. Ach, wann ich angefangen habe, das Spiel zu spielen. Sagen wir es mal so, ich habe schon mit Euro Truck Simulator 1 angefangen. Und wo es dann Euro Truck Simulator 2 gab, habe ich das jetzt gespielt. Also eigentlich von Anfang an. Dann gibt es das Spiel jetzt 2008 oder so habe ich angefangen mit Euro Truck Simulator. Ich war neben Olli. So, Mike schreibt gerade Todus Mannheim. Vielleicht begegnet man sich. Glaube ich eher nicht, Mike, weil wir hören jetzt auf, weil. Und so. Und da dran ja ganz weit weg, es gibt kein schönes Gruppenfoto. Jessie ist eine Freundin von Carter. Jetzt fällt mir der Name wieder ein. Tanja, ich kann dich beruhigen. Komm da gar nicht hin. Ich weiß, ich bin ein bisschen. Ja. Ja, ich würde mal bei ihr sagen, dass wir uns dann hier so weit auch auslocken. Wir können ja das nächste Mal im Gruppen-Gangbang-Foto machen. Oh Mann, oh. Ich gebe extra für dich den. Oh Mann, oh. Finn schafft das. Er ist so nah dran. Er hat sich so gefreut. Für das Foto? Ja, auf das Gangbang-Foto. Er rangiert euch jetzt seit 5 Minuten. Oh, jetzt. Aber ich stehe viel so unschief dafür, unscharf. Ja, wir passen uns ja extra schon dran an. Ach so. Vielleicht ein LKW. Finn, stehst du? Ja, ich gut. Hoffe. Ich jetzt auch. Also, ne? Kann irgendjemand mal seine Dampflok bitte schön ausmachen? Danke. Ja, das bist du, Olli. Das, nee, das ist Finn. Nein. Doch! Ich glaube, das ist ein Soundbug. Ja, glaube ich auch, weil das war die ganze Zeit schon, ne? Ja, ja. Warte mal. Nein, das ist wieder gut. Olli, das ist nicht gut. Hier ist einer, der nennt sich Trucker Bear? Trucker Bear wo? Finn, was sagt mir das? Ja, was? Ich sagte gerade, hier steht jemand in Köln, der nennt sich Trucker Bear. Was sagt mir das? Keine Ahnung, wieso? Ach nee, ich hab's verwechselt, schon gut. Wohin denn? Frag mal, was Freddy heißt. So, Papa Bear. Nils schreibt, ich bin mal gespannt, wann es für die anderen Zugis Tuning-Teile gibt. Ja, mal schauen, ne? Hupala. Ich bin mal gespannt, ob es irgendwann, ja egal wann, ob es irgendwann mal ein Euro Truck Simulator 3 gibt. Oder ob die sagen, okay, wir bleiben dauerhaft auf Euro Truck Simulator 2 und tun da einfach nur was fixen, was neu einbauen, neue DLCs und so weiter und so fort. So, ich mach beenden. Und 1973er schreibt, spielst du irgendeinen Flugsimulator? Nee, noch nicht, aber ich war schon mal am überlegen. Es gibt ja auch welche, die dann wirklich originalgetreu sind, wo man halt Flugstrecken, keine Ahnung, Berlin, Köln und so weiter fliegen kann, mit den ganz normalen Airlines, die es auch wirklich gibt. Das Spiel kostet mir allerdings derzeit noch so viel. Deswegen warte ich da ab, dass es da mal im Sale etwas günstiger ist. Weil du kannst nach Berlin fliegen? Sehr unrealistisch.
Da ist nicht so ein BER. Doch, ja. Doch, da ist der BER schon mit drin. Ja? Ja. Und vielleicht haben wir den BER, also die haben ja jetzt schon gesagt, dass es wohl planmäßig im Herbst fertig sein soll. Welcher Plan? Von den 10? Keine Ahnung, aber das war jetzt die letzte Meldung. Aber ich glaube, die haben noch nicht gesagt, welches. Doch, die haben gesagt, dieses Jahr. Warten wir mal ab. Hm. Auf jeden Fall, man sieht mich kaum, es ist total dunkel geworden draußen. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, das war's mit ETS 2. Danke fürs Zuschauen, danke für die Abos, die reingekommen sind, danke für über 15.000 Zuschauer insgesamt, also hochgerechnet bei, wie heißt das? Facebook. Ja, und bei Twitch, so wie immer, war keiner. Mit Twitch, wir werden keine Freunde, glaubst du mir. Jetzt antwortet Twitch noch nicht mal. Egal, auf jeden Fall, der nächste Stream kommt dann wahrscheinlich morgen, spätestens übermorgen, mit SSO. Weil das schaffen wir heute leider nicht mehr. Termine und so. Mhm. So, Daylight schreibt, dann wird es noch 5 Jahre noch dauern. Was wird 5 Jahre noch dauern? Auf jeden Fall, euch einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao. Ciao.